Ja, wie viele von euch, also wie hoffentlich viele von euch mitbekommen haben, gibt es ja das, wie soll man es nennen, Voice Attack Add-on EVA zu finden auf der Homepage www.eva-psc.de. Und für EVA habe ich das Sprachpaket SAM eingesprochen, die simulierte Assistentenmatrix. SAM ist vorgestellt worden in Denox, aka Heishos Twitch-Stream. Und den Ausschnitt von dem Bereich, von dem Zeitabschnitt, wo ich dann dort mit dem Stream war und Frage und Antwort gestanden habe und ja die Entstehungsgeschichte, den Hintergrund erzählt habe, den lade ich euch hier nochmal hoch. Wünsche euch viel Spaß beim Anhören und viel Spaß vielleicht auch beim Ausprobieren von Eva und Sam. Aber leider funktioniert es nicht an. Und schaut mal, wer gekommen ist. Ja, da ist er, warte. Der Meister und mit der Stimme. Perfekt. Sam? Ja? Austauschen? Extraktion aktiv. Oh, warte, ich muss dich aber lauter machen. Das ist jetzt weird ein bisschen, hä? So. Ja, jetzt ist er ja jetzt hier. Jetzt brauche ich ja das Programm gar nicht mehr. Jetzt kann er selber machen, ne? Ja, jetzt würde ich ja gerne hören, wie sich's anhört, aber dann höre ich euch immer doppelt. Einmal auf Twitch, du kann, einmal hier. Pass auf. Wir machen es ganz einfach. Du bist ja 10 Minuten zu früh. Du kannst dich nochmal 10 Minuten muten, wenn du möchtest, und einfach mal einen kurzen Heiko und so zuhören, dass du überhaupt mal dein Paket mal richtig in Action erlebst. Okay, so machen wir das. Und um 22 Uhr schaltest du dich wieder dazu und dann hast du mal mitbekommen, wie du so wirkst, würde ich sagen. Das nenne ich mal rausgeschmissen. Aber elegant. Ja, ganz elegant. Nein, Spaß. Okay, er soll doch mal sehen, wie er da spricht. Ja. So, um die Frage von Cyberbully zum Beispiel wegen PO. Mach das jetzt mal hier händisch. Im Informationsnetzwerk. Wolltest du jetzt gern was über PO wissen? Da gehst du auf Systeme. Zu welchem Sternensystem benötigen Sie Informationen? Da gehen wir zu Ständen. Was ist denn das? Systeme? Ne, Planeten, ne? Was, haben wir PO Planeten, drin? Planeten, ja. Planeten? Zu welchen ja. Planeten benötigen drin Sie sein. Informationen? Ja? Crusader? Zu welchen Planeten benötigen Sie Informationen? Datenbank wird geladen. Landezonen? Ah, hier, guck mal, ist noch ausgegraut. Orbitalstation. Aha. Weil es ja keine Orbitalstation ist, noch ist es eine Landezone. Horizon. Oh, nee. Stadt in den Wolken. PO ist, glaube ich, im Infonetzwerk gar nicht drin, weil es ja eigentlich gar nicht zur Lore gehört. Also, Port Olisa hat dort eigentlich nichts zu suchen. Wir lassen jetzt mal kurz was über Landezonen erzählen. Landezonen. Horizon. Die Stadt in den Wolken bietet atemberaubende Blicke auf die Docks von Crusader Industries und ist damit ein beliebtes touristisches Ziel. Im Orbit um Crusader befindet sich der bekannte Raumhafen Port Olisar. Nennenswert ist noch der Sicherheitsposten Korea, der den Mond Selin umkreist. Das war's schon. Sam? Was gibt's? Abbaumodus. Erleichterung tritt ein. Ehrlich, beim Mining kriege ich immer so latent Angstschweiß auf die Stirn. Schildenergie gleichmäßig verteilt. So, jetzt fliegt man ja mit dem Sam wieder ein Stück raus, dass hier nichts passieren kann. Und wie ihr sehen könnt, nachdem er jetzt den Abbaumodus beendet hat, gleichen sich die Schilde oben wieder gleichmäßig automatisch aus. Genau, oben rechts in der Ecke. Seht ihr das? So, was lassen wir denn jetzt den Sam nochmal erzählen? Komm, haben wir es über Monde hier? Monde. Crusader wird von den Monden Selin, Daymar und Yela umkreist. Vereinzelt befinden sich dort Minen und kleinere Einrichtungen von Unternehmen sowie illegale Drogenlabore. Sam? Ja? Jeff? Decoy abgefeuert. Mittlerweile Täuschkörper, weil Jeff erkennt da nicht so toll. Aber hat's erkannt. Echt? Oder du kannst auch sagen Konda 4 zum Beispiel. Weil Sam? Er Konda 4.
4 abgefeuert. Da sind sie. Was haben wir denn hier noch? Sam? Was gibt's? Zielerfassung. Wechsel-Gimbal-Modus. Da sind wir mal ein Stück rausgeflogen mit dem Sam. Kann man denn hier noch machen? Zum Beispiel Sam? Sam? Ja? Licht? Ja, damit uns auch mal ein Licht aufgeht. Sieht man natürlich jetzt ganz toll hier. Sam? Ja? Licht? Gute Idee, mal ein bisschen Energie sparen. So, was haben wir denn hier noch? Sam? Achso, ich muss wieder warten. Ah, ich muss mich da so dran gewöhnen, ich rede da normalerweise nicht dabei. Sam? Was gibt's? Voller Schub. Sam? Ja? Voller Schub. Gentlemen, hier geht's ums Überleben. Wer hier Zweiter ist, hat schon verloren. Sam? Ja? Stopp! Habe die Geschwindigkeit rausgenommen. So, ich habe die Befehlsliste hier wieder ein Stück rüber. Ich stehe hier mit der Maus. Sam? Was gibt's? Hinten? Zu viel Ostdeutsch drin, oder? Sam? Ja? Hinten. Was ist denn jetzt los? Achso, ich muss Stufe 1 hinten sagen, oder? Ja klar, es gibt ja 3 Stufen von der... Lass du mich hier voll auflaufen. Schon das erste Mal wusstest du das nicht, beim zweiten Mal. Hinten kann er nicht. Hinten kann... Sam? Sam? Ja? Stufe 2 hinten. War ich was falsch? Was hast du gesagt? Stufe 2 hinten. Hinten zuerst. Oder muss ich das aber in der Befehlsliste echt umändern? Hinten Stufe 2 zum Beispiel. Okay. Sam? Was gibt's? Hinten Stufe 2. Schild hinten verstärkt. Oh. Stufe 2. Sam? Ja? Verteilen. Schildenergie gleichmäßig verteilt. 2 hast du gesagt. 2 müsst ihr da erkennen, oder? Das test mal. Dialekt? Das ist ja nicht Dialekt, oder? 2? Das ist... Um auf Astro Sams Frage zurückzukommen kurz. Es gibt 3 Möglichkeiten, in Kontakt zu treten. Das erste ist das, was du jetzt hier mitbekommst. Er sagt Sam. Dann hört Sam 5 Sekunden zu. Und dann geht's wieder auf Mute. Das ist die Methode, wenn du viel am Sprechen bist, wie er jetzt im Stream zum Beispiel, und du nicht möchtest, dass Sachen erkannt werden, die nicht erkannt werden sollen. Wenn du natürlich alleine für dich spielst und es ist ruhig, dann kannst du Hallo Sam sagen, dann hört er dauerhaft zu. Die dritte Möglichkeit ist, eine Taste zu belegen. Wenn du die gedrückt hältst, dann hört Sam auch zu. Also die 3 Möglichkeiten gibt es, um mit Sam in Kontakt zu treten. Genau. Mein lieber Astro Sam, du hast ja eine Sache noch nicht gesehen. Zeige ich dir mal. Pass mal auf. Schau mal hier in dem Bereich. Eva? Ja? Sam? Was gibt's? Eva? Ja? Sam? Ja? Toll, oder? Haben wir eigentlich alles, wie wir das auch besprochen hatten. Du musst mal auf deinen Sam gucken. Eva? Was? Hey! Achso, ja, die ist ja auch persönlich. Guck mal, da steht nur noch Sam da. Sam? Ja? Wupp, wupp. Da. Und natürlich... Übrigens, wenn du willst, ne, ich denke mal... Also wenn du Bock hast, kannst du wieder mit uns quatschen. Ich denke, du hast jetzt genug Action gesehen. Oder? Ja, das ist übrigens von Brubaker. Dein Kanal ist das doch, oder? Ein Musikkanal. Ein Radiostream.
Welche von Mitch? Oder Radio vom, sind ach, von Mitch, genau, von Mitch, Mensch. Sorry, von Mitch, ich genau. Hab, es wurde gerade gesagt, ich sei zu leise irgendwie. Ich hoffe, ich habe mich jetzt ein bisschen lauter gestellt, dass es jetzt besser ist. Ich kann es halt beurteilen, ich habe nur den Discord laut. Da bist du in Ordnung. Also du bist okay. Müh leiser als, als Astro, als MacLeod. Okay. Ja. Also sonst muss die Community das sagen, sonst drehe ich hier noch einen Regler hoch, aber ich will auch nicht übersteuern. Kann ruhig etwas mehr, schreibt. Okay. Gut, ich drehe mal einen Regler nach oben. Wenn es zu laut ist, müsst ihr sagen. Und ich so ist gut. Irgendwie hier so schreie. Perfekt, perfekt. Okay, perfekt. Ja, witzig, war ja nur ein kleiner Eindruck. Ich werde mir den Stream, wenn du dann abgeschlossen hast, nochmal anhören, damit ich mir mal einen Eindruck verschaffen kann. Was ich gerade ein bisschen strange fand, war, ich habe ja super viele Texte eingesprochen zu den ganzen Landezonen und Monden und was weiß ich, aber da gibt es gar keine Auswahlmöglichkeiten. Wird das dann irgendwie zufällig eingespielt oder wie ist das? Also du kannst es im Infonetzwerk, kannst du es auswählen. Du kannst direkt nach der Information per Sprachcomputer fragen. Oder du kannst zum Beispiel zufällige Informationen machen, welcher dann wird Team irgendeine bereit? Information abgespielt. Aber der Heiko zeigt dir mal kurz das Infonetzwerk, zu wo alles drin ist. Zu welchem Sternensystem benötigen Sie Informationen? Ja, ja, ach so, okay. Assistentensystem. Ja. Und jetzt halt die Frage über das System, wenn man darüber was wissen will. Über das Sonnensystem okay. Genau, mal gucken, ob jetzt klar ist. Es bestehen große Sprungpunkte nach Magnus und Terra, sowie ein mittlerer nach Pyro. Kannst du auch zum Beispiel mal in die Fahrzeughersteller reingehen, ist ja auch immer mega interessant. Genau, da, das muss man wirklich zeigen, weil du hast ja da auch echt Arbeit gemacht, jetzt optisch. Sehr viel Arbeit. Hier ist jetzt... Ich bin mal auf das Feedback der Community gespannt. Ich habe ja versucht, den Sam selber eigentlich sehr menschlich einzusprechen, also nicht als KI, ganz bewusst, um mich gegenüber Eva abzugrenzen. Aber diese Texte hier, die habe ich wiederum versucht, sehr neutral einzusprechen. Also nicht so lebendig, sondern eher tatsächlich wie so ein Doku-Stil. Ob die Community dann sagt, oh nee, finde ich total doof, oder ob sie sagen, ja, gefällt mir gut, da habe ich kein Gefühl für. Aber da bin ich mal so gespannt, ob wir da auch Feedback kriegen und was wir für ein Feedback kriegen. So, also ich finde jetzt besonders, was die Persönlichkeit anbelangt, ich finde, da hast du schon gut Emotionen reingebracht und das finde ich mega cool. Das freut mich. Ja, ich fand das gerade witzig auch, also wenn du Sam gesagt hast und dann kommt das Feedback, das hört sich echt an, als wird jemand neben dir sitzen so, und das war das Ziel, einfach, dass es so klingt, als wenn ich neben euch oder neben dir dass sitze. Dass die Fall. Leute mit dir unterwegs sind, ja. Genau, genau. Oh, jetzt bin ich rausgeflogen. Geil. In Aktivität, ja. Ja. Auf jeden Fall ist Aegis gewünscht worden zum Klicken. Aegis, okay. Machen wir den weg, ist hier. Aegis Dynamics. Hello. Durch einen Zusammenschluss. Lustiger Funfact, die ganzen muss das ruhig meisten sein. Von der Erde. Hintergrund, und gleich. Die meisten Hintergrundbilder habe ich von der letzten Show abfotografiert. Ach, hast du abgefahren. Anfänglich produzierte das neu entstandene Unternehmen lediglich Computersysteme für Raumschiffe. Der kometenhafte Aufstieg kam mit der erfolgreichen Teilnahme an Ausschreibungen der UEE Navy. In der Folge profitierte Aegis Dynamics außerordentlich vom Ausbau des Militärapparates unter dem Regime von Ivar Messer. Kampfschiffe wie die Retaliator wurden zum Inbegriff für die eiserne Hand der Regierung. Mit dem Fall des Messerregimes fielen auch die staatlichen Aufträge für Aegis Dynamics weg. Zu eng war Aegis Dynamics mit der Ära des Tyrannen in der Wahrnehmung des neuen Machtapparates verbandelt gewesen. Das Unternehmen kam dennoch mit einem blauen Auge davon, denn die Waffen des einstigen Regimes fanden mit ihrer Freigabe für den zivilen Markt unerhofft starken Absatz. Viele Kriegsschiffe wurden umgebaut und für völlig andere Zwecke verwendet. Das negative Image verblasste schnell und das Unternehmen begann mit großem Erfolg, zivile Versionen ihrer Raumschiffe herzustellen. Das negative Image verblasste schnell und das Unternehmen begann mit großem Erfolg, zivile Versionen ihrer Raumschiffe herzustellen. Hauptlieferant der UEE Navy wurde indes Anvil Aerospace. Ich habe es gerade nicht gehört. Na, guck ich mir nochmal an im Nachgang. Also, kurz eine kleine Werbung. Morgen, 20.45 Uhr, bin ich wieder live. Die Explorer Germany hat morgen eine große Ship-Show. Und ich werde da zu Gast sein und werden mir das einfach mal anschauen mit euch zusammen.
Deswegen schaltet gerne morgen alle rein wieder. Und vielleicht sehen wir möglichst alle Schiffe, die es gibt. Und wie ich gehört habe, soll es da immer Leute geben, die sich gut auskennen. Vielleicht kriege ich da jemanden mal einen Kanal gezogen, der noch was dazu erzählen kann. Und danach lassen wir dann Sam sprechen und gucken, ob es stimmt. Ja, wer ist denn hier? C. Scooch hat das gerade bestätigt. Ich möchte gerne noch was zu Cyberbully sagen. Der sagte gerade, danke für die tolle Aussprache von Aegis. Ich war mir so unsicher, wie wird das ausgesprochen? Aegis und so weiter. Und ich habe wirklich im Vorwege, bevor ich das eingesprochen habe, habe ich mir die Original, also von Native Speakern das angehört, wie die das aussprechen. Und habe mich dann halt für das entschieden, wo ich meine, das ist tatsächlich so, wie es ausgesprochen wird. Aber ja, freut mich, dass es hier positiv ankommt. Viele werden wahrscheinlich aufschreien und sagen, oh, wie sprichst du das aus? Aber es ist, glaube ich, tatsächlich die richtige Art und Weise, wie es ausgesprochen wird, Aegis. Ja, perfekt. Und wie gesagt, im Eva-Discord habt ihr ja jederzeit die Möglichkeit, Fehler zu melden, falls irgendwas nicht passen sollte. Und wir tun es natürlich dann für die nächsten Updates berichtigen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich klinke mich jetzt mal ein bisschen aus und zurück, weil Karotti hat es schon angesprochen. Ich werde jetzt im Hintergrund das Update vorbereiten und dass es dann jetzt dann zeitnah zum Update bereitsteht. Und solange können jetzt der Highshow und der Astrosam philosophieren. Du kannst gerne nochmal auf Informationen zu Raumschiffen gehen, weil da gibt es auch viel. Du kannst auch nochmal spielen und nochmal ein bisschen zeigen, so genau, starten genau. Und so. Das, ja. Genau. Also ich klinge mich mal kurz zurück und ich melde mich zurück, wenn das Update ist. So, wenn ich starte, werde ich kurz was zur Gladius-Serie sagen wollen. Wir wollen, lieber AstroSam, wir wollen von dir wissen. Achso, wir haben übrigens den DPS-Kalkulator drin. Da könnt ihr. Cool. Ja, also da könnt ihr euch dann tun und gucken, was da die besten Varianten sind. Den Variantenbereich hier, da könnt ihr dann genau sehen. Okay. Die Gladius gibt es noch in den Ausführungen. Da wundere ich die Leute, die sich da wirklich so richtig rein vertiefen. letzter Zeit war ich auch mit Psychshot unterwegs und der kniet sich da ja richtig rein und versucht wirklich das Optimum rauszuholen und so. Das finde ich schon. Ich nehme immer mein Standardschiff, fliege damit los und wundere mich, warum ich abgeknallt werde. Tja, deswegen, weil ich mich damit nicht beschäftige. Aber im Moment sehe ich es halt auch immer noch so als Alpha an. So, weiß ich nicht. Mir geht das noch ab, mich damit so tiefgreifend zu beschäftigen. Aber coole Sache, wenn ich das noch kurz sagen darf, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool, weil es ist ein bekanntes Tool, dass ihr das hier mit eingebaut habt. Das ist ein richtig cooler Move von euch. Sehr schlau, sehr cool. Ja, bin ich ganz bei dir. Also wird ja auch super gern genutzt und wir wollen den Leuten, die es vielleicht noch nicht kennen, das immer ans Herz legen, da einfach mal drauf zu klicken, um sich das anzugucken. Da kann man ingame viel Geld sparen oder auch viel Geld ausgeben am Ende. Das kann natürlich auch passieren. Und du bist in-game und kannst dann jederzeit dieses Menü aufrufen, ja, mit einem Befehl oder indem du die Maus bewegst? Oder nö, du wahrscheinlich wird geladen. Öffnet sich einfach dann dein Browser dazu. Ah, okay. Genau. Mhm. Mehr passiert da nicht. Dieses Menü selber hier, meinte ich, dieses Eva-User-Interface, die UI, du bist im Spiel und wie öffnet die sich dann? Also, die öffnet sich mit Voice-Attack zusammen. Ich habe hier einen technischen Fehler drin. Da wurde was in dem Update verändert, dass ich das irgendwie nicht mehr streamen kann, sonst würde jetzt statt meinem Gesicht jetzt unten zu sehen sein, statt der Kamera. Mhm. Ja, und das ist im Prinzip dann das Hauptmenü, das öffnet sich dann so. Und das kann man, so wie es jetzt ist. Achso, du guckst den Stream. Wenn du im Spiel bist, wie öffnest du denn das Hauptmenü? Gibt es dafür einen Shortcut oder wie machst du das? Ich gehe noch kurz dazwischen. Es gibt einen Befehl, der heißt zeig dich und nimmt dann die UI in den Fokus. Also normalerweise solltest du, wenn du jetzt mehrere Monitor-Setup hast, hast du es eher auf dem zweiten Monitor wahrscheinlich liegen. Wenn du aber nur ein Monitor-Setup hast, dann kannst du den Befehl zeig dich sagen oder du kannst eine Taste dafür zuweisen. Probieren Sie einfach mal. Und dann wird die UI im Fokus gerückt. Wichtig ist aber, dass du halt im rahmenlosen Fenster spielst, weil ansonsten kann nichts über das Spiel gelegt werden. Ich habe gerade eine super Idee für April. Sam? Ja?
Zeig dich. Sam? Klappt. Was geht? Klappt nicht. Zeig dich. Doch, geht. Ah, okay. Also ist im Kampf sicherlich keine gute Idee, ne? Das im Kampf zu machen. Ich sehe es nicht aus. Nein. hier, die Potsau schreibt gerade, gibt ja auch Befehle für Kampfhandlungen. Ist da Astros Stimme stressig? Ich habe es probiert, bei den Befehlen, die ich als Kampf zuordnen konnte, die stressig klingen zu lassen. Also ein bisschen hektisch, ein bisschen unter Druck. Weiß nicht, ob Heisho das schon oder Dennox. Zeig ich jetzt. Ansprechen? Zeigst du jetzt, okay. Wie du möchtest. Super. Wie du möchtest. Okay. Sag Heiko, Heisho, ja. Dennox. Egal. Okay. Ja, okay. Heisho. Genau, also interessiert mich mal, habe ich so entsprechend eingesprochen und wir haben auch so lustige Kniffe gemacht, wenn es dann wirklich daran geht, sich selber den Selbstzerstörungsknopf zu drücken. Das ist so ein bisschen wie Kino klingen zu lassen mit entsprechenden Warntönen und so. Das ist ganz witzig. Das testen wir. Das testen wir. Dann nehme ich jetzt Sam seinen eigenen Avatar, so wie Eva. Nee, wir haben beschlossen, Eva ist ja nicht nur das Mädel, sondern das ist ja das Gesamtprodukt, was Heisho und was Chris hier gebaut haben. Und Sam ist einfach nur ein Sprachpaket dazu, ein DLC. Eva an sich bleibt Eva. Aber ihr habt jetzt die Möglichkeit zu entscheiden, möchtet ihr tatsächlich auch mit der KI-Stimme von Eva fliegen oder möchtet ihr eben mit der KI-Stimme in Anführungsstrichen von Sam fliegen? Genau. Ja, da müsste man mal gucken, aber wie gesagt, das würde eben halt auch schlecht reinpassen. Das ist ein Manga-Style, also es gefällt ja auch nicht jedem, die Eva, optisch, aber das ist ja normal, ne? Das ist ja nicht jedermanns Geschmack ist. Ich wollte gerade sagen, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Muss ich das mal gucken. Muss ich wieder dazwischen gehen? Na? Unreal Engine hat etwas angekündigt, ein Meta-Creator. Und zwar wird es ein sehr mächtiges Tool, browserbasierend, was Charakter bauen betrifft. Also man wird im Laufe dieses Jahres von Epic Games die Möglichkeit bekommen, 3D-Modelle, menschliche 3D-Modelle zu erstellen. Ich werde mir das natürlich anschauen. Da ich ja das ganze Projekt schon in der Unreal Engine vorsorglich gemacht habe, besteht natürlich die Möglichkeit, ein 3D-Modell von Eva, beziehungsweise dann eventuell auch von einem Sam machen. Also es ist jetzt nur mal vorgegriffen, dass die Möglichkeit vielleicht besteht, wenn es nicht zu mega aufwendig ist. Und dass vielleicht irgendwann mal 3D-Modelle zu sehen sind, die mit einem sprechen. Aber das ist jetzt noch alles Zukunftsvision. Erstmal schauen, wie der Meta-Creator wird. Aber ich habe sowas im Augenmerk mit Animationchen und so. Ich will mich da ein bisschen an Detroit Human orientieren, weil ich das fand, das im Menü mega cool, wo dieser Android-Mädel dort war und die ganze Zeit mit einem gesprochen hat. Das wäre dann ungefähr der Stil, den ich verfolgen würde. Aber wir müssen erst mal schauen, wie sich das mit der Unreal Engine entwickelt. Und da hätte ich dann auf jeden Fall auch kein Problem mit, dass wir dann, machen wir dann zusammen sein. Na, dann bauen wir dir einen 3D-Avatar nach deinen Vorstellungen. Irgendwann, wenn es gut läuft. Ansonsten Sam? Ist es so, wie es jetzt ja? ist. Startvorbereitung. So, das Update. Gut, dass es wieder losgeht. Ich beginne schon mal mit dem technischen Routinecheck, dass wir hier schnellstmöglich verschwinden können. Dann mal Saft auf die Systeme. Jawohl. Air-Starter gezündet, Hochdrucksystem läuft an, alle Werte im Normbereich. Go-Decision von meiner Seite, kann losgehen. Die Energieverteilung ist jetzt ausgeglichen. Sam? Flugvorbereitung abgeschlossen. Ja? Fahrwerk? Der Start hat schon mal geklappt. Für unsere Reise fast die halbe Miete. So, dann werden wir mal gucken, wie sich Sam im Kampf anhört. Ich fliege einfach mal raus und werde mal die ganzen Befehle so durchgehen. Gucken wir mal. Okay, ich mute mich mal und hör mal zu. Jo. Sam? Was gibt's? Täuschkörper? Es werden nun beide Täuschkörper gleichzeitig abgefeuert. Sam? Ja? Nächste Verbündeter? Nächsten Verbündeten erfasst. Sam? Ja? Nächstes Ziel? Nächstes Ziel erfasst. Sam? Was gibt's? Raketen bereit machen? Zielerfassung initiiert.
Sam? Ja? Rakete? Zielerfassung initiiert. Sam? Ja? Rakete abfeuern? Abgefeuert. Wupp, wupp. Sam? Was gibt's? Konter 10? 10 abgefeuert. Joa. Sam? Ja? Markierung aufheben? Alle Markierungen entfernt. Ich denke, das passt. Nicht zu. Achso, wir wollten ja mal wissen, wie er klingt, wenn er, wenn die Selbstzerstörung aktiviert ist. Sam? Ja? Selbstzerstörung einleiten. Bestätige. Starte Notfallprotokoll. Ich tippe jetzt den Endcode zur Einleitung der Selbstzerstörungssequenz ein. Sehr cool. Ah, ich hätte Alpha 1 sagen müssen, oder? Gegenschub gezündet. Der Endcode konnte nicht bestätigt werden. Notfallprotokoll abgebrochen. Sam? Was gibt's? Selbstzerstörung einleiten. Bestätige. Starte Notfallprotokoll. Ich tippe jetzt den Endcode zur Einleitung der Selbstzerstörungssequenz ein. Alpha 1. Code akzeptiert. Das Selbstzerstörungssystem wurde aktiviert. Die Besatzung wird angehalten, das Schiff sofort zu evakuieren. Ich wiederhole, das Selbstzerstörungssystem wurde aktiviert. Bitte verlassen Sie augenblicklich das Schiff. Es gibt keine weitere Warnung. Komm schon, wir müssen raus hier! Sam? Ja? Selbstzerstörung, abbrechen! Warnung, Sprungsequenz wurde noch nicht initialisiert. Upsi. Entschuldigung, Eva. Was war das denn? Sprungsequenz wurde noch nicht initialisiert? Keine Ahnung. Das wäre noch was schon. Das muss ich mir mal angucken. Ja, also genau, da haben wir so ein bisschen gemixt, weil der Eva-Kern, der KI-Kern ist ja noch derselbe. Deswegen spricht Eva hier auch teilweise noch bei diesen Sequenzen. Fanden Chris und ich eine ganz witzige Mixtur. ja, hört sich ganz gut an. Ja, also es ist nervenaufreibend, wenn man es doch wieder abbrechen will, ne? Jetzt, ich wusste jetzt nicht, ob ich die Zeit noch habe, ne? Also ich finde es gut gelungen. Das freut mich. Sam? Ja? Außentür? Was ich ein bisschen nervig finde, ist, dass man ständig Sam sagen muss. Nee, muss man nicht. Ach so. Aber das Problem ist, wenn ich das jetzt ausschalte, so dass Voice Attack immer zuhört, würde jedes unserer Gespräche mitgenommen werden. Und sobald wir irgendeinen Befehl sagen, reagiert die. Oder du kannst sie auch einstellen, dass Sam oder Eva reagiert, wenn sie dich nicht verstehen. Ach so, das heißt, die aktiviert sich nur, wenn du Sam sagst. Also die ja, Eva, jetzt ist es so eingestellt, dass man entweder Sam oder Eva sagt. Dann aktiviert sich im Prinzip das Mikrofon für 5 Sekunden. Und dann kannst du sagen, was du willst, aber du musst dem halt zum Beispiel Fahrwerk sagen. Ne? Ich kann zum Beispiel jetzt sagen, Sam? Was gibt's? Hol das gottverdammte Fahrwerk raus. Diesmal packst du das. Ich glaube an dich. Ja. Weil Fahrwerk halt drin war, ist das halt dann drin. Und man kann es natürlich abschalten, bloß wenn, also ich habe das heute, wo ich mit Chris gesprochen hatte, hatte ich das versehentlich eingeschalten und du hast die ganze Zeit dazwischen geredet, während wir uns unterhalten haben, weil du nie verstanden hast, was ich wollte. Also, Sam, ja, ne? So, ja, es war im Prinzip lustig, aber da hat man gemerkt, okay, das macht Sinn, wenn du alleine bist, ne? Dann kann man das auch lassen, weil man, außer man redet jetzt mit sich selbst die ganze Zeit. Aber sobald man in Gesprächen ist, sollte man es dann wirklich abschalten. Okay. Ja, okay, macht Sinn, dann verstehe ich das. Weil jetzt, wenn man das ständig machen müsste, wäre es schon nervig, aber ich habe halt, also vor, was, schon lange her, 3-4 Jahren, keine Ahnung, oder 2-3 Jahren auch mit Voice Attack, mit einem Voice Attack-Profil gearbeitet und da hatte ich eben auch in Erinnerung, dass man eigentlich nicht ständig irgendwie was aktivieren muss. Aber klar, hier so im Stream, wenn wir uns unterhalten, macht das natürlich Sinn. Aber du könntest jetzt auch mit einer Taste irgendwie arbeiten und das aktivieren, ne? Einstellungen. Du kannst, warte, ich habe hier wieder versehentlich
Auflösung verstellt. Du kannst im Voice Attack, zeig das jetzt gerade nochmal, kann man ein paar Dinge einstellen und zum Beispiel Tastaturerkennung. Davon raten wir ab oder ich, das eingeschalten zu lassen. Der Hintergrund ist, wenn du im Chat aktiv bist und den Leuten schreibst, dann wird dir ja ein B oder ein M oder was auch immer als Tastaturanschlag erkannt werden. Und dementsprechend wird der Eva reagieren. Aber wenn du im Chat nicht schreibst, dann kannst du das drin lassen. Aber man kann ja auch den Joystick hinterlegen. Und dann wird das im Prinzip auch über den Joystick erkannt. So, und hier kann ich jetzt zum Beispiel, also EOS bedeutet Eva oder Sam, hört bei Namensruf zu. EOS. Werden sich Eva und Sam auch streiten? Theoretisch. Habe ich mir gerade schon vorgemerkt, ja, die Frage, aber ich wollte dich erstmal zu Ende erklären lassen. Ah, okay. So, jetzt zum Beispiel hört Eva, ich zeig das mal. Also ich brauche bloß sagen, zum Beispiel, zeig das mal. Hallo Eva? Moment. Okay, Ade. Ich stehe dir nun voll und ganz zur Verfügung. Hallo Sam? Hi Jo. Moment. Okay, ja. Mhm. Was kann ich für dich tun? Mit Aisho. Sehr cool. Genau, und jetzt sieht man das hier in dem Bereich. Alles wird jetzt hier aufgezeichnet. Und wenn ich jetzt das Wort Fahrwerk reinnehme. Ja, ich hoffe, diesmal wird unser Flug entspannter. Dann wird er grün. Genau. Recognized. Aha. Und wenn du dann versehentlich wieder Fahrwerk sagst. Aber bitte nicht wieder zu hart aufsetzen. Das hier ist keine Getränkekiste, die man in den letzten Meter Fahrwerk fallen lassen kann. Abgefahren. Dankeschön. Jupp. Ich gehe mir mal ein Müsli holen. Soll ich dir auch eins mitbringen? Hi, schon. Ja, abgefahren. So, und deswegen empfehlen wir, das möglichst ausgeschaltet zu lassen. Aber mit Hallo Eva, Hallo Sam kann man sich sein Wunschprofil einschalten und das wird auch dauerhaft dann zuhören. Ja. Ist dann schon ein bisschen creepy, was da manchmal dasteht, was man so erzählt haben soll. Habe ich gerade was von Müsli gesagt? Ja. ich hab den Stream ausgeschaltet, daher kann ich das nicht hören. Aber ja, ich habe teilweise habe ich sehr ernste Texte eingesprochen. Gerade bei Starten und Landen fand ich es einfach eine coole Idee. Da habe ich mich auf Flugseiten rumgetrieben und habe mir einfach durchgelesen, was es so für Funksprüche gibt. Beim Zwischenflug, also zwischen Piloten und Tower und ATC gibt es ja eben auch ganz normal im normalen Leben. Was kommunizieren die eigentlich miteinander? Was sprechen die miteinander? Weil ich es einfach cool fände, so für mich, wenn ich in meinem Flugzeug sitze und da sagt jemand wirklich etwas Ernsthaftes, dass er die Systeme prüft und dass er mit dem ATC spricht und dass er ein Hangar-Tour zugewiesen bekommt oder was weiß ich. Und das habe ich eben hier eingesprochen und ja, ich glaube, ihr fandet das auch so ganz witzig, ne? Heisho und ja, Chris. Also wir können es gerne noch ein bisschen testen. Wir gucken, ob ich jetzt hier einfach jemanden anrufe. Mal gucken. Sam? Ja? Landerlaubnis. So viele. Oh, was ist denn jetzt passiert? Mal wieder den kleinsten. Sag mal, hast du die? Ich war im falschen Fenster. Scheiße. Vollbild gemacht. Geil. So, jetzt nochmal. Sam? Ja? Landerlaubnis. Flugkontrolle. 2 Meilen westlich Whiskey. Flughöhe 1200 Fuß. Verkehr in Sicht, zur Landung verstanden. Nummer 2. Wilco, over and out. Ich bin sehr klar angerufen. Ja, genau. So, was wirklich ein cooler Befehl ist Sam. Achso, muss ich wieder warten. Sam? Was gibt's? Chat. Also, ich fand das gerade ganz interessant. Jetzt ganz. Ja, was machen wir mal? Stadterlaubnis, hast du ja auch ein bisschen was eingesprochen, ne? Da rufen wir jetzt mal bitte Bozero an, da findet das bestimmt lustig. Sam? Ja? Stadterlaubnis. Hallo, liebes Leitstandteam. DPC, verlassen Kontrollzone über Sierra, Start frei. Bestätige Hangar Mike, November 25. Sam? Ja? Stadterlaubnis. Rufe Flugleitstand Tower auf 410.29.
Ja, melde Abflugbereitschaft. Verstanden, bestätige Kontrollzone 09 Lima Echo für Ausflugtunnel. Also Bezerro, falls du zuschaust, tut mir leid. Passiert. Ich habe mir das gerade mit angehört. Ja, also es ist einfach, ich weiß nicht, was die Community dazu sagt. Ich finde es einfach witzig. Und so eine Mischung zu haben, teilweise aus natürlich ein paar lustigen Sprüchen, aber eben auch so ein bisschen Ernsthaftigkeit mit dabei. So, dass man sich halt fühlt, als wenn da tatsächlich was hintersteckt, was man hier gerade macht. Genau. Werden sich Eva und Sam auch streiten, hat Major Perry Roden vorhin geschrieben. Ist eine witzige Idee, muss ich sagen. Können wir mal mit auf unsere Aufgabenliste nehmen. Vorgesehen ist es im Moment nicht. Das wäre ziemlich viel Aufwand, weil da müsste natürlich sich auch entsprechende Texte dann irgendwie ausdenken. Und das eine müsste man eben mit dem Eva-Sprachpaket füttern, da muss ich darauf reagieren, da muss man das produzieren. Man muss sich auch überlegen, in welchen Situationen, ob es vielleicht zum Beispiel zwischendurch was weiß ich, alle 5 Minuten oder alle 10 Minuten einfach was eingespielt wird, wo dann so ein Sprachsample kommt zwischen den beiden oder so, kann man vielleicht drüber nachdenken, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich ist es so, als ich die Sprachsamples angefangen habe einzusprechen, das ging ja schon im Dezember los. Ich glaube, wann hatten wir die Verse Night? Im zweiten Dienstag? Mal ganz kurz auf den Kalender gucken. Achten, oder? Das war, achten oder sowas? Achten, genau. Das war total abgefahren. Da war Chris bei uns zu Besuch, bei Mitch und mir. Mitch ist ja auch hier mit dabei. Grüß dich übrigens, mein Lieber. Und dann haben wir hinterher noch geredet und ich glaube schon irgendwie am 10. oder 11. in der Woche habe ich angefangen zu produzieren und zu gucken, wie arbeiten wir? Was wollen wir eigentlich haben? Soll es sich eher wie durch ein Mikro, durch einen Lautsprecher anhören? Soll es sich menschlich anhören und so, diese ganzen Vorbereitungen? Und dann habe ich produziert bis Ende Januar. Ne? Das ging, glaube ich, 6 Wochen lang, habe ich jede freie Minute gesessen und diese Sprachsamples bearbeitet. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wusste eben nicht so richtig anfangs, wie ich diese Person eigentlich aufbauen soll. Und die Eva ist ja relativ frech. Und ich habe erstmal natürlich die Vorgaben oder das, was die Eva-Texte sind, genommen und auch so eingesprochen. Und dann habe ich tatsächlich aber durch die Verse Night-Kommentare einen Kommentar zurückgekommen, der schrieb, er findet Eva an sich als Applikation toll, aber er schaltet sie immer ab, weil sie ihm einfach zu, ich weiß das genaue Wort nicht mehr, aber frech unfreundlich, glaube ich, war es, klang. Und dann dachte ich so, dann hat es Klick gemacht. Dann dachte ich, aha, dann wäre es ja sinnvoll, wenn ich einfach auch da einen Gegensatz zu Eva bilde. Eva ist künstlich, Eva ist ein bisschen frech, wer es mag. Ich bin halt das menschliche Pendant und ich bin im Grunde genommen eigentlich der nette Typ von nebenan, der einen Kaffee bringt, der sich kümmert, der das Schiff instand hält, der eben zusieht, dass alles richtig funktioniert. Und so habe ich eben versucht, diese Sam-Persönlichkeit aufzubauen. Und das ist dir definitiv gelungen. Was soll man dazu sagen? So, ich werde jetzt kurz hier nochmal ranfliegen und dann spiele ich nochmal was von dir ein, von der Lore, was du so schön gesprochen hast. Sam? Was gibt's? Sprung vorbereiten. Alles klar, ich berechne den Kurs. Aber ich muss dich das mal fragen, wie ist denn das für dich eigentlich? Du hörst dich ja jetzt nur selber. Da, dass du selbst dir antwortest. Man kann ein bisschen schizophren werden dabei. Ja. Sam, ja. Wie geht's dir? Gut. Ja, ist ein bisschen schräg. Ich glaube auch nicht, dass ich mit Sam fliegen werde. Ich persönlich, obwohl es natürlich lustig ist. Aber wenn, würde ich glaube ich tatsächlich Eva aktivieren, weil ständig mich selbst zu hören, das ist irgendwie ein bisschen zu abgefahren. Ja, du wärst nur am Rummeckern, das hättest du anders machen können, und dann fängst du an nachzuvertun oder irgend sowas. Ne? So, ja. Der Perfektionist dann. Sam? Ja? Sprung. Na, dann hoffen wir mal, dass meine Berechnung stimmt. Ja, die stimmt. Ja, stimmt. Das war ja ein kurzer Sprung. Was ich viel schlimmer finde, ist, mein Gaspedal geht nicht. Ich habe dich gerade doppelt gehört. Was hast du gesagt, was du schlimmer findest? Mein Gaspedal ging nicht. Also hier mein Schubregler ging gerade nicht, nee. Ah.
Okay. Selben Finger drauf gehabt oder so. Also der Chris ist fleißig am Basteln im Hintergrund und stellt den Download bereit, ja? Ach ja? Und in diesem Augenblick ist er auch fertig. Ihr könnt auf der Eva-Seite das Eva-Package runterladen und viel Spaß mit. Musst du nochmal den Link haben. Bitte? Natürlich. Das muss ich jetzt ja gleich mal auf meinem Discord ankündigen. Eva-PSC. Unter Download, ne? Genau. Ich hab den Link gepostet, ja. Ah, sehr gut. Und schaut euch auf alle Fälle mal die AstroSam-Seite an. Da erfahrt ihr noch ein bisschen was über den Kai. Unter anderem, was ich richtig geil finde, ist, da ist ein kleines Hörbuch drin, geht 13 Minuten oder so. Und es ist echt eine super Untermalung, ne? So, wenn man mal ein bisschen rumfliegt, dann macht man ein Hörbuch rein. Da kann man nur sagen, gerne mehr. Ja, diese Sprechergeschichte, die ist nicht so gestartet, wie ich mir das gedacht habe, aber das ist ein anderes Thema. Ich werde jetzt ab April wieder Vollzeit arbeiten. Diese Sprechergeschichte lasse ich so ein bisschen nebenbei laufen, falls Aufträge reinkommen, aber es ist einfach ein sehr, sehr schwieriger Markt, der hoffnungslos überlaufen ist, wo sich die Leute alle preislich unterbieten und ich glaube, also wenn man Schauspieler ist und das nebenberuflich quasi macht, weil Schauspieler sind ja auch ständig dabei, ihre Jobs zu wechseln, dann kann man das mit Sicherheit gut machen. Aber das ist wie mit Fußballern, ne? Es gibt irgendwie, weiß ich nicht, 100.000 Menschen in Deutschland, die mit Sicherheit total professionell und toll Fußball spielen, aber die wenigsten schaffen es dann wirklich in die Bundesliga und können damit ihren Unterhalt bestreiten. Insofern habe ich jetzt dieses Projekt gedanklich geistig ad acta gelegt. Ich habe gerade nochmal eine Werbekampagne nochmal gestartet, habe meine Homepage halt nochmal richtig gepusht, sodass man die auch findet. Das funktioniert auch alles soweit gut, aber im Grunde genommen habe ich viel dazugelernt. Die Community partizipiert davon natürlich auch mit den Videos und mit der tollen Technik und so weiter. Aber im Grunde genommen geht mir zu viel Geld verloren, dadurch, dass ich immer Teilzeit arbeite, was ich jetzt durch die Videos nicht auffangen kann. Deswegen werde ich wieder Vollzeit arbeiten. Ist halt so. Aber ich habe es ausprobiert, habe den Markt kennengelernt, habe festgestellt, ist genauso ein harter Wettbewerb wie überall. Aber was nicht ist, kann ja noch wer. Muss man dazu sagen, das braucht immer einen sehr langen Atem. Ja. Und ich denke, mit dem Projekt ist das ja nochmal was im Repertoire, was du noch nicht drin hattest. Vielleicht kommt dann, keine Ahnung, was es so für Navigationssysteme gibt, dass sie sagen, hey du bist doch der Sam. Wäre ja geil, also es wäre echt geil, würde ich mich total freuen für dich. Der Gigasynx schreibt gerade, wieso erstellst du kein Hörbuch? Das ist ein guter Gedanke, den habe ich auch. Dazu zwei Informationen. Also zum einen gibt es ja die Kooperation zwischen Brubaker und mir. Der ist, glaube ich, auch hier als Zuschauer mit dabei, war er zumindest vorhin. Der hat ja die Seite www.sternenwanderer.org und hat da mega viel Arbeit reingesteckt, hat unendlich viele Texte übersetzt, die man dort abrufen kann. Und der hat mich letztes Jahr angeschrieben und zwei Hörbücher habe ich dort eingesprochen. Die kann man sich dort anhören. Ich glaube, die kann man aber nicht downloaden. Ich glaube, man kann sie nur direkt anhören. Das müsste aber der Brubaker selber sagen. Hier unter Podcasts, genau. Und genau, da links, Far From Home, das ist so ein Podcast von einem alten, das war total witzig, von The Old Drifters Journal. Ist halt ein alter Raumfahrer, der über seine Erlebnisse erzählt und ist auch so ein bisschen melancholisch am Gegenende und hat auch ein offenes Ende, wo er dann eben in die Tiefen des Raums dann davon driftet. Das war ganz witzig. Insofern, dieser Old Drifter, der sollte halt eine ganz tiefe Stimme haben. Und ich habe nicht so eine tiefe Stimme, als dass es jetzt so einen alten, verrauchten Raumfahrer irgendwie darstellen würde. Was habe ich gemacht? Ich habe ja meine ganze Sprecherausrüstung hier. Bin immer direkt morgens nach dem Aufstehen in meine Booth. Wenn ich noch so völlig so eine völlig raue Stimme hatte und habe dann eingesprochen, was dazu führte. Das ist ja mit dem Sprechen ist es wie mit dem Sport. Du kannst nicht Guten Morgen, Schatz. Als Sportler einfach, wenn du total kalt bist, sofort einen 100-Meter-Lauf machen oder so, machst du die Muskeln mit kaputt. Ja, was ist passiert? Ich bin total heiser geworden und hatte echt Stimmschmerzen, sodass ich teilweise echt Pause machte zwischendurch. Aber ich wollte das eben machen, weil mir dieser Gedanke sehr gut gefallen hat und das ist auch ein gutes Ergebnis geworden, glaube ich.
Und natürlich, die Tonya Auriel-Geschichte ist so ein Ego-Projekt. Ich liebe diese Geschichte, sie fasziniert mich. Und dann habe ich dem Brubaker angeboten, komm, lass uns das nochmal, ich spreche es ein. Ich habe die Geschichte ja ganz stark erweitert und umgeschrieben, weil gerade am Ende, ich komme gleich zum zweiten Teil. Ich habe mich mal in der Autorenecke rumgeschrieben, habe auch ein eigenes Manuskript verfasst. Wie auch immer, auf jeden Fall habe ich so ein bisschen Ahnung, wie man Bücher schreibt und wie Geschichten aussehen müssen. Und ich fand den Vertrag des Autors mit dem Leser nicht erfüllt. Ich habe mich am Ende einfach nicht befriedigt gefühlt, in Anführungsstrichen. Also ich war so ein bisschen Leere irgendwie in mir. Und deswegen habe ich mich hingesetzt, weil ich die Geschichte an sich faszinierend fand und habe sie eben weiter ausgeschrieben, so dass sie mir gefallen hat, so dass ich eben mit dieser Tonya mitfühlen konnte, eintauchen konnte in ihre Gedankenwelt, die Geschichte miterleben mit ihr. Und der Brubaker, der ist einfach, der kommt ja aus diesem Redaktionsumfeld, der ist einfach ein Profi, der hat tierisch viel Ahnung und der hat sich halt hingesetzt und hat dann die Geschichte nochmal lektoriert. Und deswegen ist das so ein mega cooles Projekt, weil es ist einfach wirklich ganz professionell vom Schreibstil her, dadurch, dass der Brubaker da nochmal drüber geguckt hat und jetzt eben auch nochmal richtig schick in hoher Qualität eingesprochen. Und das ist so, merkt man auch, da bin ich ein bisschen stolz drauf. Das ist schon eine echt coole Sache, auch wenn der richtige Autor natürlich der Lore-Chef ist von CRG, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Lore-Chef. Ja, genau, und bitte? Lore-Chef. So, nee. Lore-Chef, genau. Ich kann mal kurz gucken, der ist doch ein ganz bekannter Star Citizen. Ich habe gerade so Kopfkino, wie du dann immer früh, wenn du aufstehst, so dastehst, dann so vorm Spiegel, ich bin Batman. Und dann irgendwann so, immer besser, ich bin Batman. So, irgendwie. Und dann ab vors Mikro. Citizen, Tonya Auriel. Lass mich gucken. Wie heißt denn der gute Mann? Müsst du immer mich mal bewegen im Spiel? Liege ich wieder raus. Ja, mach das, beweg dich. Glaubst du das? Hier muss doch irgendwo der Autor stehen. Du kriegst die Motten. Zu der Frage übrigens, ob MSI oder ZIP runterladen, das könnt ihr euch aussuchen. Es gab vereinzelt Anfragen, wussten Leute jetzt nicht, wie sie mit der ZIP umgehen sollen. Und da haben wir uns entschieden, noch eine selbst entpackende, das ist ja eigentlich nur eine Batch-Datei oder eine Datei, die sich da automatisch entpackt, dahin, wo es hin muss, so ungefähr, wo man es dann angibt. Ja, wie man möchte. Also wir hatten heute zum Beispiel, hatte ich mit Chris gesprochen, wir werden wahrscheinlich die nächsten Updates, dann auch wenn mit der Soundfiles kommen, wahrscheinlich dann wirklich so machen, dass es dann nur in Anführungsstrichen Update ist mit den wichtigen Sachen drinne, dass man nicht immer diese Menge laden muss. Wir müssen dann jetzt halt nur noch gucken, wie wir es dann ordentlich verpacken. Weil Dave Haddock, so jetzt habe ich es. Dave Haddock ist ja der Chef von der Autorentruppe. So, und der hat diese Tonya Auriel-Geschichte geschrieben, schon relativ zu Anfang, weiß ich nicht, 2013, 2014 die Ecke, die ist schon relativ alt. Genau. So, aber um auf die Frage von GigaSynx zurückzukommen. Also zum einen gibt es hier diese Hörbücher und zum anderen, wie gesagt, hatte ich auch mal den Traum, Autor zu werden, habe dann genau wie beim Sprecherdasein entdeckt, das ist ein ganz eigener Markt. Entweder man macht es ganz oder man macht es gar nicht. Aber ich habe mich halt auch sehr tiefgehend mit dem Thema kreatives Schreiben beschäftigt, habe auch ein komplettes Manuskript verfasst über, keine Ahnung, 600 Seiten oder so. Ich glaube, das ist nicht ganz schlecht geworden und habe halt überlegt, weil es ja auch um mir gehört. Man muss ja auch immer aufpassen mit den ganzen Urheberrechtsschutzgeschichten. Egal, wie gut oder schlecht die Geschichte ist, ich werde mir nochmal einen parallelen YouTube-Kanal eröffnen und dieses Hörbuch einfach einsprechen, sodass es einfach da ist, dass vielleicht, ne, manchmal ist es einfach per Zufall, dass da jemand drüber stolpert, der vielleicht einen Sprecher sucht oder so. Und das ist so meine Idee, einfach möglichst in die Breite zu gehen und zu gucken, wo kann ich noch mehr Fußspuren hinterlassen, so kleine Leuchtfeuerchen, wo man auf sich aufmerksam machen kann. Letzten Endes, glaube ich, ist es wie bei jedem erfolgreichen Sänger oder Kreativen, man muss irgendwie entdeckt werden, weil so nur durch Arbeit und gute Leistungen wird man in vielen Märkten einfach nichts. Man muss irgendwie jemanden haben, der einen fördert und der sagt so, den hier, den will ich haben. Und das ist sehr, sehr schwer. Das ist so ein bisschen wie Lottogewinn.
Aber wer nichts ist, kann auch, wer nichts macht, kann eben auch wiederum nicht entdeckt werden. Insofern versuche ich so da ist ein bisschen aktiv zu bleiben. Und ich denke mal jetzt hier in Eva, da hast du dir auch schon wieder ein bisschen einen Namen gemacht, beziehungsweise die kennen dich ja. Ja, genau. Einfach so Krümelchen überall verteilen. Soll helfen. Ja. Ja. Also man muss vielleicht wirklich mal erzählen, wie das alles entstanden ist. Das war, es war Dezember 2020. Ein Astro-Sem sprach mit uns und wir wollten das große Sem-DLC. Seine Antwort war, ja, ich werde mal schauen, so bis Ende nächsten Jahres, also bis Ende 2021. Und das hatte ich mich mit Chris und halt so, ja, das ist ein guter Zeitraum, aber es ist sportlich, ne? Das sind viele Sachen, er hat viel zu tun und da muss man auch Bock zu haben. Und ich weiß gar nicht, du warst ja im Januar schon fertig, ne? Das ging dann so bei uns so, der Chat so langsam so, ja, ich habe die erste Datei. Ende Januar. Hm. Ne? Und ich habe die erste Datei fertig, dachte, ah, okay, cool. Und dann kam die nächste und dann ging das so noch bing, 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 bing. Und da dachte, boah. Und und echt der Hammer, ey. Naja, und das war, mir persönlich war das sogar ja, zu früh, also das überhaupt nicht falsch zu verstehen, aber es war wirklich so, wir hatten gerade die UI draußen, ich dachte mir, geil, okay, wir haben Anfang des Jahres, da haben wir einen Knüller mit der UI und als ich so gesehen habe, wie schnell das bei dir ging, dachte ich, okay, Mitte des Jahres vielleicht, ne, da haben wir dann das nächste Hammer-Ding, mal gucken, was wir Ende des Jahres machen, ne, da machen wir es dann mit dem Video oder mal gucken und du warst ja Ende Januar fertig, ne, also das war echt Wahnsinn. Ja. Ja, also das war echt fleißig, muss auch ich dazu sagen. Und ich habe ja in der Würstner halt auch schon so rausgehört, also es hat dich auch echt gefordert, ne? Also das Ganze, das ging nie so spurlos ja. So. Das war echt hammerharte Arbeit. Ja, ich war fertig. Hab das aber auch überschätzt. Ich habe das ja in der Würstner halt erzählt, danke, dass die auf der, also es sind da so verschiedene Aspekte mit reingeflossen. Ne? Ich hatte im Dezember und Januar wusste ich, ich hatte frei. Es gibt keine Videos, es gibt keine Verse Night. Vom Job her ist wenig los und deswegen habe ich gedacht, so ich möchte das gerne in dieser Zeit möglichst viel schaffen. Ich hatte nicht vor, es fertigzustellen. So, dann kam aber eben auch dieser Aspekt, meine Homepage wurde redesigned und das ging im Dezember, Januar. Das habe ich von einem Unternehmen machen lassen. Da habe ich eben meine Tippi-Spenden für investiert und die wollten auch Ende Januar fertig sein. Da habe ich gedacht, wenn ich das schaffe, dass wir dieses Paket kriegen, dass ihr das auf eure Seite bringt und ich kann den Link von eurer Seite dann auf meiner Seite dann gleich mit einbauen lassen, das wäre schon sehr, sehr cool. Das war nochmal so ein Ansporn, mich da richtig reinzuhängen. Und dann eben auch der Gedanke, wenn ich dann schon eine erhöhte Sichtbarkeit kriege, dann möchte ich eben auch diese Referenz haben bei dem Thema. Und deswegen habe ich dann einfach echt Gas gegeben. Aber was ich vorhin sagte, ich habe quasi sechs, sieben Wochen keine Minute Freizeit gehabt, weil es war ja nicht nur das Einsprechen. Ich habe ja die ganzen, bis auf die Lore-Texte, habe ich halt jede Zeile Text erstmal aufgeschrieben. Und dann bin ich in mein Studio hoch und habe das alles eingesprochen. Dann bin ich wieder hier runter an meinen PC, habe das alles geschnitten. Und das war echt heftig viel Arbeit. Ja. Glaube ich. Dark Rizu, danke für das Abo, für ein Highshow, für jo, Dark danke. Firefox. Oh, hier gibt's Geschenke! Wupp, wupp! Yay! Ja, Gigasynx, ich würde ein Hörbuch von Star Citizen wünschen. Das Hauptproblem dabei ist, muss man sagen, ist das Urheberrecht von dem Hörbuch. Also, hier und jetzt hat ja Star Citizen immer, oder die haben ja nichts dagegen, ne? Also, da kann man alles machen. Aber ich habe mal die Geschichte gehört, ich weiß nicht, ob ihr dieses Kartenspiel kennt, was es ja jetzt auch gibt. Und ich hatte da gehört, dass sich der Macher dieses Kartenspiels halt an Star Citizen gewandt hat und wollte das lizenzieren. Und die Antwort war so ungefähr, also, es ist Hörensagen. Ob das du stimmt? Ich denke, so viel stimmt's. Ne? Klar, gerne, 100% Einnahme an uns. So. Und in dem Moment, da hat er sich dann gesagt, okay, dann verkaufe ich es halt nicht, ne? Öffentlich. Und irgendwie konnten die sich jetzt einigen und das war auch alles gut, aber ich denke, so ein Hörbuch, super Sache, aber das ist dann echt so eine ganz, 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 ganz private Sache, die man da machen muss. Das machen, das steht ja auch in den Nutzungsbedingungen drin. Du kannst alles benutzen, solange du damit solange du das nicht monetarisierst. Wenn du jetzt also hingehst und Geschichten von denen und
ja, was was sich einsprichst und zum Verkauf anbietest, dann können sie dich da entsprechend verklagen. Ja. Oder was weiß ich, du nimmst deren Flugmodelle, packst die in einen 3D-Drucker und verkaufst diese 3D-Modelle von den Raumschiffen, dann können sie sich dafür verklagen. Also du kannst viel machen, aber es muss alles ohne einen finanziellen Gedanken dahinter sein. Genau. Mhm. Genau, der EFO 1978 schreibt gerade, der war auch bei uns, genau. Ich kann das jetzt, also das stimmt, der war bei uns, schon ein bisschen länger her. Der war im Dezember, ne? Der war doch mit dir zusammen da, Chris, oder? Nee, bei mir war Knusper. Ach ja, stimmt, bei dir war Knusper. Dann ist es doch schon länger her. Aber ja, also der letzte Stand, den ich von ihm jetzt im letzten Jahr mitbekommen habe, war auch, dass er mit CIG da in Kontakt getreten ist und dass die das irgendwie gemeinsam rausbringen wollen. Aber ich denke auch, dass er da kein Geld für kriegen wird. Das ist halt eine reine Fanproduktion. Aber vielleicht einigen die sich auch irgendwie das. Den aktuellen Stand kenne ich da nicht. Sicherlich irgendwie. Es ist ja auch immer Werbung, muss man dazu sagen. Also wir wollen euch sowieso noch was bitten oder um was bitten. Wir werden jetzt dieses Video, vielleicht dann noch ein anderes Video, wir werden jetzt probieren, die Eva mit Sam zusammen einfach mal auf der CIG oder bei CIG bekannt zu machen im Spektrum. Und da brauchen wir jeden Upvote dafür. Ne? Also wir wollen einfach mal, dass das jeder derzeit Dachlebende, also Deutschland, Österreich, Schweiz, die Deutsch sprechen, das Projekt kennen und gerne nutzen. Und dementsprechend werden wir im Spektrum dazu einen Post veröffentlichen mit Material, mit Videomaterial und. Und da sind wir natürlich dann für jegliche Upvote sehr, sehr dankbar. Link gibt's leider noch keinen. Oder hast du schon was gemacht? Ich habe nur was für die Eva selbst gemacht, habe aber jetzt für das Astro-Sam-Eva-Dings nicht. Ich weiß nicht, ob wir da was Eigenes machen oder schon das vorhandene Nutzen. Ja, das vorhandene Nutzen, das, da wird es dann aber nicht mehr ganz so angesehen, glaube ich. Also ich würde schon was Neues machen. Auch nicht. Ja, machen wir was Neues. Wir werden den Link auf unserer Website veröffentlichen. Wir werden das auf unserem Discord. Du könntest ja nochmal, sofern du Zeit hast, nochmal einen Link zu unserem Discord reinschicken. Ja. Da könnt ihr gerne reinkommen. Dort könnt ihr Fragen stellen. Da könnt ihr Anregungen geben. Kritik, ihr könnt, Feedback, Fehlermeldung. Genau. Kritik. Fehlermeldung, ganz wichtig. Genau, das ist echt wichtig. Und also man muss es wirklich dazu sagen, aufgrund unserer Discord-Community konnten wir die Mauskoordinaten auf 21:9, weil niemand von uns hat einen 21:9 Monitor. Und da hatten wir jemanden bei uns, der uns dann die Koordinaten gegeben hat. Beziehungsweise, ja doch, die Koordinaten hat er uns gegeben. Ja, ja, und ich habe einen 32:9 Monitor. So, nächste bitte. Auch daran können wir arbeiten. Auch daran können wir arbeiten, aber da ist natürlich, ja, ich weiß nicht, wie viel so 32:9 haben, das ist ja riesengroß. Was hast du, wie groß ist denn der Monitor? Ach, wieder bewegen hier. Das ist wie zwei 27 Zoll nebeneinander. Also ist dieser, ich glaube 49 Zoll insgesamt, einmal die, ist ja mal die Diagonale. Ja. Ah, ist der Kürft, oder? Ja. Ah. Der ist für die Videobearbeitung ist der genial. Ich habe den jetzt seit Dezember und der ist echt super. Ich hatte vorher 21:9, das war schon toll, aber das ist nochmal eine andere Hausnummer. Wenn du wirklich diese ganze Breite hast zum Arbeiten für die Ton- und Videospuren und so weiter, das ist richtig cool. Genau, immer so 180 Grad um den Kopf. So. Noch so schlimm ist das gar nicht. Ich habe den an der Wand montiert, ich sitze ungefähr 1,10 Meter, 1,20 Meter davon entfernt. Dann hast du alles im Überblick, das ist schon echt okay. Aber da brauchst du Rechnerpower, ne? Um da eine ordentliche Auflösung zu fahren. Ja, das ist das Problem. Ich habe eine RTX 2070, da habe ich gedacht, die reicht. Habe ich mir vor, weiß ich nicht, als die released wurden, noch für relativ günstig Geld gekauft. Ich glaube, weiß ich nicht mehr, 500 €, ne, nicht mal, 450 Euro oder sowas. Die war echt günstig. Und bin super zufrieden mit der, aber die ist nicht genug, um diesen Monitor vernünftig zu befeuern. Also so bei 30, 45 Frames, dann knickt die ein. Jetzt warte ich darauf, dass sich der Hardware-Markt wieder beruhigt, dass ich mehr bessere Grafikkarte kaufen kann. Aber im Moment kannst du es knicken. Das ist unrealistisch, die Preise, die aufgerufen werden. Ich werde jetzt mal kurz mal was von dir wieder einspielen. Ja. Im Informationsnetzwerk. Welcher Themenbereich? Nehmen wir mal Shops.
zu welchem Shop hätten Sie gerne Informationen? So, jemand hatte nach einer Pause gefragt. Der Text geht jetzt knapp 6 Minuten. Ich gehe mir schnell einen Kaffee machen. Ja, rest and relax ist es. Da müsstest du, da hast du jetzt viel erzählt. Und okay. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Ihr seid aber trotzdem zu hören, ne? Also, achso, Geschichte. Kannst du uns auch muten, wenn du willst. Die Geschichte von Rest and Relax beginnt damit, dass der ehrgeizige Ingenieur Johann Alejandre einem Investor einen gewagten Deal vorschlägt. Er würde eine stillgelegte Station zu 50% der Kosten und Zeit für eine Neukonstruktion in ein aktives Tanklager umwandeln und das bei gleicher Qualität. Wenn Alejandres Arbeit nicht mit seinen Worten übereinstimmte, wären die an der Station vorgenommenen Upgrades kostenlos. Sein Schachzug funktionierte. Der Investor kaufte eine heruntergekommene wissenschaftliche Station in Baker und Alejandres Team verwandelte die Station in eine weitläufige Raststätte für Spediteure. Die erste Rest-and-Relax-Station realisierte er noch schneller und billiger als angeboten. Dies ermöglichte es ihm, eine Klausel im Vertrag auszuüben und anstelle der Bezahlung seiner Dienstleistungen eine Beteiligung an dem Unternehmen zu übernehmen. Als offizieller Eigentümer war seine erste Entscheidung, das Schifffahrtsunternehmen eines bekannten Spediteurs im Baker-System aufzukaufen und in die Infrastruktur zu integrieren. Sabatino nahm das Angebot aber nur im Tausch gegen eine Beteiligung an Rest and Relax an. Während Alejandre und Sabatino zu Ikonen der Branche geworden sind, ist ihr ursprünglicher Kapitalgeber ein relativ unbekannter Gesellschafter geblieben. In jüngster Zeit hat sich jedoch herausgestellt, dass der Erfolg von R&R diesem Investor möglicherweise mehr zu verdanken hat als bisher angenommen. Der dahinter steckende geheimnisvolle Partner Mahir Erickson hatte bereits eine lange und angesehene Karriere als Investor in Startups, als Alejandre mit diesem gewagten Umbauangebot auf ihn zukam. Ericssons Anwälte erstellten diesen ursprünglichen Vertrag, der 2 Klauseln enthielt, die sich als vorausschauend erwiesen. Eine war die Beteiligungsoption, die Alejandre direkt nutzte. Und die andere sah vor, dass Ericssons Beteiligung ein Geheimnis bleiben würde. Chang Christophs »Die geheime Geschichte von Rest and Relax« enthüllte Ericssons Engagement im Unternehmen nach Jahren umfangreicher Recherchen und Interviews. Ericssons unglaublicher Geschäftssinn konnte nur von seinem Wunsch übertroffen werden, sich aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Selbst als einer der erfolgreichsten Investoren des Imperiums war Ericssons Name außerhalb bestimmter, gut vernetzter Kreise praktisch unbekannt. Mit seiner garantierten Anonymität war Ericsson die treibende Kraft hinter vielen der ersten Entscheidungen des Unternehmens. Er wählte die alte wissenschaftliche Station als die zu renovierende aus. Er dachte, dass deren Lage auf einer Handelsroute zwischen Imperium und dem Raum der Xi'an sich ideal für ein riesiges Kovalex-Schifffahrtszentrum eignen würde. Man vermutet ihn auch hinter dem genialen Schachzug Sabatinos, Speditionsunternehmen zu integrieren, denn eine gut gebaute Station hängt im Wert in erster Linie von ihrer Versorgungslage ab. Er ging auch voran und kaufte, ohne dass Alejandre es wusste, eine 2. Station, während die erste noch im Bau war. Er hatte die Fortschritte gesehen, die sie gemacht hatten und wollte sicherstellen, dass die talentierte Crew ein 2. Projekt hatte, an dem sie direkt teilnehmen konnte. Es wird gesagt, dass Alejandre und Sabatino ohne Ericssons eine gute Raststätte hätten bauen können. Aber mit Ericssons Anleitung konnten sie ein Imperium aufbauen. Bakers erste R&R-Station hatte sofort Erfolg und wurde schnell zu einem One-Stop-Shop für Spediteure. Die Anlage war modern, gut gestaltet und bot eine große Auswahl an Speisen, Annehmlichkeiten und Versorgungsgeschäften. Nur wenige Menschen hätten gedacht, dass ein altes Wrack das Fundament war. 2 weitere Stationen in Baker wurden schnell hintereinander eröffnet und Ericsson wollte in nahegelegene Systeme expandieren. Dies veranlasste Sabatino, Stationen in jedem System innerhalb des Terra Loop vorzuschlagen, der Kette großer Sprungpunkte zwischen Baker, Kiel, Hadrian, Terra, Tayak, Goss und Osiris. Ericsson liebte den Ehrgeiz, stieß aber auf ein großes Problem.
Es gab nicht genug alte Stationen. Erickson bat Alejandro um die Entwicklung einer Lösung. Das Ergebnis ist die modulare Bauweise der Standard-Rest-and-Relax-Stationen, die jetzt im gesamten Universum zu sehen sind. Unter Verwendung der von ihm entwickelten fortschrittlichen Techniken teilte das Design die Station in Module auf, die alle leicht zu versenden und zusammenzubauen waren. Sie können auf vielfältige Weise zusammengestellt werden und bieten Gästen willkommenen Abwechslungsreichtum. Eine der alten Stationen, die Erickson gekauft hatte, wurde in ein Fertigungszentrum umgewandelt. Mit Produktionsbeginn startete eine rasche Expansion von Rest and Relax durch den Terra Loop und schließlich durch das Imperium. Mit zunehmender Präsenz des Unternehmens wurden zusätzliche Produktionsanlagen hinzugefügt, um mit der Nachfrage Schritt zu halten und die Lieferzeiten zu verkürzen. Das expandierende Rest and Relax Imperium zwang Sabatino, die Logistik für die Versorgung aller Stationen ständig zu verfeinern. Aufgrund ihrer enormen Größe gab es viel Stauraum zu füllen und zu warten. Dank dem hervorragenden Ruf von R&R bei Spediteuren konnten diese erfolgreich vermietet werden. Dies stellte nicht nur die Pflicht, die Regale bei jemand anderem auf Lager zu halten, sondern ermöglichte es auch jeder R&R-Station, ihren eigenen Charakter zu entwickeln und das von ihr bediente System besser wiederzuspiegeln. Heutzutage kann jede Station eine beliebige Kombination von einem Dutzend Franchise-Unternehmen bieten, die sich auf alles spezialisiert haben. Von stilvollen Bodymods bis hin zu frisch gebratenen Fischringen. Und viele Reisende werden sich gerne darüber streiten, in welchem System sich die besten Reststops befinden. Das unwahrscheinliche Trio aus dem erfinderischen Ingenieur, einem fleißigen Spediteur und einem zurückgezogenen Unternehmer schuf einen perfekten Sturm, der technologische Innovation, einwandfreies Timing sowie die Mittel und die Motivation kombinierte, um ein Imperium im Imperium zu verwirklichen. Das ist mal ein Text, würde ich sagen. Muss man erstmal sprechen können. So, ich schalte jetzt mal wieder zu. Mal gucken, ob sie gerade lästern. Ah. Nee. Ich bin wieder da. Da. Achso, jetzt muss ich Twitch wieder leise schalten. Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Doppelt. Genau, Applaus, ja, warte, ich setze mal einen Applaus sehr, rein. Sehr neutral gesprochen, ist halt Geschmackssache. Ne? Wenn jetzt der Community sagen würde, oh, das hört sich kacke an, dann würde ich es vielleicht mal neu ansprechen. Aber ich habe es einfach mal so getestet in einem sehr neutralen Nachrichten-Dokuton. Mega da gut, kam, wirklich. Das ist gut. Ich habe übrigens... Da kam die Frage, ob es auch eine englische Version geben wird. Also von meiner Seite aus ist da nichts geplant. Chris, hast du da irgendwas anderes? Nee, weil es ist wirklich mega aufwendig. Wir müssten ja wirklich, einmal für Eva und einmal der Sam, müssten ja alles nochmal erstens übersetzen, zweitens in Englisch machen. Wir müssten Voice Attack in Englisch aufbauen und wir müssten die UI in Englisch aufbauen. Und wir sind schon so sehr damit beschäftigt, die deutsche Version immer weiter mit Updates zu füttern und auszubauen, dass das mit Englisch, dann müssen wir es ja noch doppelt machen, weil dann müssen wir es ja einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch machen. Und der Arbeitsaufwand für ein kostenloses Community-Projekt wäre dann einfach zu enorm, dass wir das in unserer regulären Zeit gar nicht mehr schaffen würden. Mit Job nebendran. Ja, also zum einen das, richtig, also das, was ich jetzt aus meiner Warte gesehen gerade geleistet habe, die ganzen letzten 6 Wochen, müsste ich dann nochmal durchexerzieren. Also gut, ich müsste die ganzen Texte nicht aufschreiben, das würde wegfallen, aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem mega viel Aufwand. Und hinzu kommt, ich bin einfach kein Native Speaker. Man hört es einfach, dass ich Deutsches, Englisch spreche und das ist für jeden Native Speaker, also jeden Engländer, jeden Amerikaner, die kriegen Ohrenbluten. Stell mir, so grausam an. Ich stell mir gerade vor, wie du so sagst, Good morning in the morning. Vorm Spiegel in tiefer Stimme. Die Sprüche sind dann irgendwie in Englisch. Ach Gott, ach Gott. Ganz kurz, ich habe hier übrigens so eine Karte von diesem Kartenspiel. Ah ja. Schalt ihr mal in die Kamera. Ja. Na, also nur mal, dass ihr das seht. Das ist ja so eine Sonderkarte. Ich weiß nicht, ob, sieht man das oder? Richtig rum. Ja, 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 klar. Sieht man. Alles gut. Genau. Das ist er. Da. Vom Thomas habe ich die bekommen.
Das ist der Thomas heißt Macher, der, richtig. Genau. Oh, mein Namensgedächtnis ist so fern. Ich habe hier einen Absender drauf auf dem Brief. Thomas Hort ist echt. Hm? Kiss. Also auch wir haben einen gewissen Anspruch. Deswegen wird Wendler leider rausfallen. Boah. Wie kann man sich nur so demontieren? Aber darüber wollen wir hier nicht sprechen. Nee. Zum Thema Englisch wollte ich gerade noch eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar ist es halt auch so, wir haben jetzt den Gameglass-CEO in der Worst Night nächsten Monat, wenn alles glatt läuft, wie wir uns das vorstellen. Und der ist ja auch ein Engländer, beziehungsweise ein Englisch, ich weiß gar nicht, ob der aus England oder Amerika kommt, aber ist halt ein englischer Mensch, englischsprachiger Mensch. Spricht kein Deutsch und dementsprechend müssen wir die Sendung eben auch in irgendeiner Art und Weise so vorbereiten, dass wir uns auf der einen Seite englischsprachig mit ihm unterhalten, auf der anderen Seite aber auch dann eben übersetzen. Und ja, wir haben zum Glück mit Danny jemanden, der dort gebürtig aus diesem englischsprachigen Raum kommt. Der wird dann auch die Moderation übernehmen, weil ich, alle gucken immer auf mich und sagen, ja, du bist auch so toll in Englisch. Ja, ich war beruflich mal viel im englischsprachigen Raum unterwegs, aber das ist schon 7, 8 Jahre her. Zu dem Zeitpunkt konnte ich auch Französisch sprechen, überhaupt kein Problem. Nur meine Frau sagt immer, use it or lose it. Das heißt, das ist wie mit allem, weil man etwas lange Jahre nicht mehr gemacht hat. Und ich habe seit 4 Jahren mit Sicherheit kein Fetzen Englisch mehr gesprochen im beruflichen Umfeld und das ist weg. Also ich traue mich echt nicht mehr im Moment, mich mit jemandem Englisch zu unterhalten. Da müsste ich mich erstmal wieder reinfuchsen. Das ist nicht so einfach gemacht und deswegen, ja, ich verstehe es, ich übersetze es auch gerne, aber mich mit jemandem live hinzustellen und mit dem Englisch zu sprechen, geh dann mal einen Teller Kekse und das ist eine ganz andere Hausnummer, eine ganz andere Liga, in die ich mich im Moment nicht hineinzähle. Und ja. Ja, ist wirklich so, ja. Aber vielleicht kann ja Dani Live-Übersetzungen machen, wie es im Fernsehen immer stattfindet. Schön simultan. Und ich bewege nur die Lippen dazu. Wir bereiten das natürlich alles vor, weil der Community ist auch nicht damit geholfen, wenn wir dann rumstottern und uns dann verhaspeln und so weiter. Ja, klar. Das ist alles schon Fragen und Inhalte und so vorbereitet. Klar nehmen wir auch dann Fragen aus der Community entgegen, aber das ist schon möglichst fest abgesteckt. Da steckt auch eine ganze Menge Vorbereitung drin. Ja, dass wir da eine professionelle Show abliefern, wie jeden Monat. Manchmal komme ich mir vor, wie bei Wetten, dass inzwischen. Das ist echt, dass wir da immer an Vorbereitung reinstecken. Da kommt die Community an, oh, mach das doch mal alle 2 Wochen. Ja, sorry, dann wäre ich nur noch damit beschäftigt, Worst Night zu machen. Ja, das ist aber wirklich so. Manchmal vergisst man wirklich, welche Arbeit hinter bestimmten Projekten stecken. Manchmal denkt man, das ist mal so klack, klack, dann ist es gemacht. Nee, Worst Night, Eva-Projekt, alles. Es steckt jede Menge Arbeit dahinter, ja, die im Hintergrund abläuft. Und ja, das ist so. Deswegen. Also du kannst es schon downloaden. Sagen, jetzt eine englische Version von Eva, dann nicht. Mhm. Ja, ich spring mal hier nebenbei hier mit Sam eine Runde. Ja, ich wollte gerade sagen, während du im Tunnel unterwegs bist, kannst du wieder dann dir von Sam irgendwas vorlesen lassen, ne? Oder genau. So, oder Musik hören oder so. Wir können mal ein bisschen Musik machen. Zu welchem Shop hätten Sie gerne Informationen? Das ist Radio Space Travel Radio. Yeah, Mitch van Heiden. With Mitch van Heiden, now live. Die Musik 80er, 90er, die besten Hits, das ist auch alles urheberrechtsfrei, ja? Nee, das ist urheberrechtlich geschützt. Also da ist I Love Radio dabei und. Also wir haben da schon bekannte Stationen rausgesucht. Also nichts für einen Stream. Ich war ja hellauf begeistert, als ich gehört habe, Space Travel Radio ist lizenzfrei oder urheberrechtsfrei in dem Sinne. Könnte nur Mitch was dagegen haben, aber das denke ich eher nicht. Ne, mit dem hat Chris ja gesprochen, dass das alles in Ordnung genau. ist. Ist halt die Frage, ob man das vielleicht gerade Leuten, die streamen, auch irgendwie darauf hinweisen sollte, dass sie das eben 80er, 90er, die besten Hits eben in ihrem Stream nicht abspielen sollten, wenn sie denn Eva benutzen sollten. Dass man vielleicht so ein Pop-up macht oder so, ich weiß es nicht. Ja, könnten wir uns mal überlegen. Ne? Aber auf der anderen Seite müsste ja jeder Streamer sich ja eigentlich Bewusstsein, dass es mit Musik zurzeit sowieso sehr, sehr heikel auf Twitch ist. Mhm.
Jetzt bei den Radiosendern, die jetzt da drin sind, die finanzieren sich ja scheinbar damit, dass es passiert, dass du Werbung geschalten bekommst vor dem Radiosender. Karte! Kurz. Und dann geht der Radiostream los. Ja, aber können wir uns gerne überlegen. Karte? Wo soll's denn hingehen? Tut mir leid, ich probiere schon leise zu sein. Aber ich brauche ja. Ich brauche Sam für die Navigation. Ja? Ohne geht nichts mehr, ne? Nee, geht nichts mehr hier. Geht immer noch nichts hier. Boah, jetzt hat er sauber hier. Ja. Sobald du im Quantumtunnel unterwegs bist, erzähle ich noch was zum Thema Urheberrecht. Sam? Ja? Punkt vorbereiten? Also normalerweise mache ich beim Berechnen des Kurses keine Fehler. Willst du dich eigentlich immer angesprochen sein? Oh, das sollte ich vielleicht verändern. Sam? Was gibt's? Sprung? Na, dann hoffen wir mal, dass meine Berechnung stimmt. Boah, es war aber knapp berechnet, mein lieber Sam. Hätte ich ja fast den Planeten hier weggedrückt. Ja. Effizienz vor allem. Ja, aber die Sprüche sind ja schon echt mega gut gelungen. Also wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon mal erzählt, da warst du noch nicht da. Dass ich jetzt natürlich vermehrt mit Sam unterwegs bin als mit Eva, weil es für mich natürlich jetzt auch schöner ist, du musst F2 drücken. Zu fliegen, weil die Eva-Sprüche, die kenne ich ja alle, weil ich die ja alle selber gemacht habe. Aber Sam kenne ich eben nicht alle Sprüche und es ist auf jeden Fall immer wieder eine Bereicherung mit dir, da durchs Werk zu fliegen und dann. Ach so, ich weiß, was du meinst. Sprüche zu hören. Das amüsiert mich auf jeden Fall sehr. Kann ich dir nicht sagen. Am besten ist in dem Fall einfach mal dein User-Ordner löschen oder den Cache löschen. Cache? Den, wie heißt denn der Shadow-Ordner oder wie heißt denn der Ordner? Jetzt gucken. Ich kenne das nur mit dem User-Ordner Cache. Es gibt noch, warte, muss hier immer so ein bisschen rumswitchen. Okay, hier der Mitch schreibt gerade, lizenzfrei sind die Star Travel Radio Titel nicht, aber die Lizenz erlaubt in der Regel die freie Nutzung, teilweise auch nur, wenn dies nicht kommerziell erfolgt. In der Regel wird man bei Verwendung von STR im Stream oder auf YouTube keine Content-Treffer kassieren. Ah, okay. Also ich hatte gerade zum Beispiel, eigentlich wollte ich mein Video, was ich heute rausgebracht habe, schon gestern Abend zeigen, habe dann aber einen Content-ID-Treffer von YouTube bekommen, weil auch bei, gerade bei den älteren Videos von CIG tatsächlich Musik hinterlegt ist, die in irgendeiner Art und Weise ihnen nicht gehört. Und dann habe ich so einen Content-ID-Treffer bekommen und ich bin da rigoros bei YouTube. Ich habe keinen Bock auf Diskussionen. Alles, was ein Content-ID-Treffer kriegt, wird von mir gelöscht. Und insofern habe ich das Video gelöscht, habe einen neuen Sound gesucht, nochmal neu gerendert und deswegen kam das dann erst heute früh raus, weil der braucht ja auch so seine 4-5 Stunden, um das Video zu rendern, damit hochladen und. Ja, klar. Also hier ganz kurz, das ist der Cache-Ordner im Shaders-Ordner. Ach, im Shader, okay, genau. Das wusste ich gar nicht. Habe ich gleich wieder was dazugelernt heute. Also wenn man Grafikprobleme hat, wie zum Beispiel, dass man fliegt in dieses. Das Triebwerk hinten, das sieht aus wie so eine Comic-Grafik, macht das meistens schon Sinn, einfach mal den Ordner zu löschen. Okay. Und dann sieht es wieder schön aus. Meistens. Zum Thema Urheberrecht habe ich heute was Interessantes gelesen. Und zwar ist es ja so, dass es sowieso immer kritischer wird, Urheberrecht Dankeschön. Material zu verwenden. Also ich kann keine mehr empfehlen aus Jux und Dollerei, auf seinem YouTube-Kanal irgendein Musikvideo hochzuladen, wo Musik eben verwendet wird, die einem nicht gehört, auch wenn YouTube das immer herunterspielt. Aber die Gesetzeslage verschärft sich immer mehr. Mhm. Und gerade, es gab eine Challenge. Ich habe das in der Zeitung heute gelesen. Die nannte sich, glaube ich, Jerusalemmer Challenge oder so. Das ja. war wieder so, Leute kommen zusammen, machen irgendwie Hi, Hi, Hi und singen zu einem urheberrechtsgeschützten Song. Und das Problem ist, oder beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Problem ist oder was weiß ich, aber Warner hat das Urheberrecht an diesem Song. Und die sind jetzt losgegangen und haben überall Gelder eingefordert. Bei jedem YouTube-Video, was hochgeladen ist. Ja. Und
Ich hoffe, das die bei Cry verwirrt, Astro haben die Trägerabstände wieder hingekriegt. Sag am besten Astro. Die haben auch mit Strafandrohung und so weiter. Und deswegen, also man muss echt sau vorsichtig sein, was dieses Thema betrifft. Kann man nicht häufig genug sein, das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Im besten Fall wird einem nur der YouTube-Kanal gesperrt. Im schlimmsten Fall hat man eben eine Rechnung auf dem Tisch liegen. Und die sind nicht klein, diese Rechnungen. Ja, genau, was Mitch von Heiden hier gerade schreibt, ne? Die Upload-Filter kommen, das wird noch lustig werden. Ich mache mir da auch Gedanken mit meinen Videos. Ich meine, ich bin da immer sehr vorsichtig, ich referenziere wirklich jedes Material, was ich verwende, in dem Video, im Abspann, in der Videobeschreibung, packt da die Links rein, aber nichtsdestotrotz, wenn mir jemand Böses will, kommt er an und sagt, hier, das durftest du gar nicht nutzen. Da muss ich sehen, ich habe eine Rechtsschutzversicherung. Aber, ja, klar. Im Prinzip sehe ich es im Grunde genommen immer erstmal so als Werbung für denjenigen. Sind ja auch keine Bezahlinhalte, die ich verwende. Das sind ja auch alles Inhalte von irgendwelchen Content-Creatern im Regelfall. Aber das Thema ist kritisch, auf jeden Fall, was Mitch von Heiden hier schreibt mit dem neuen Urheberrechtsgesetz. Es kann im Zweifelsfall dazu führen, dass ich meine kompletten Exkurse, überall wo ich Videos eingebaut habe, dass ich die alle löschen muss, die ganzen Videos. Dass ich meinen Kanal im Prinzip dicht machen kann. Das ist nicht lustig. Ja, das hoffen wir natürlich mal nicht. Tja, und mich hinsetzen und die ganzen Videos selber bauen, diese ganzen Erkläranimationen und so, das geht eben nicht. Ja, aber vielleicht ist ja auch CIG ist da ein bisschen lockerer drauf und macht da keine Claims an ihren Musikstücken, die im Hintergrund laufen oder so. Ja gut, wenn sie das machen würden, das wäre noch ein ganz anderer Schnack. Das glaube ich nicht, aber ich verwende ja bei meinen Exkursen und den Erklärungen immer Bildmaterial von den Quellen, wo ich mir die Stoffe erlese, worum es geht, weil es einfach wichtig ist, um Inhalte zu verstehen, worum es eigentlich geht. Und das sind inzwischen sehr, sehr, sehr viele Videos. Ich habe auf meinem Discord-Kanal eine ganze Bibliothek, wo ich die ganzen Links hinterlegt habe zu den ganzen Exkursen. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Es sind auf jeden Fall viele. Und die könnte ich im Prinzip alle löschen, wenn das jetzt hart auf hart kommt. Aber mal gucken. Ansonsten musst du halt wirklich dann mit jedem in Kontakt treten und fragen, darf ich? Ja, das ist halt... Nee, würde ich nicht machen. Wie gesagt, im Zweifelsfall würde ich die alle löschen. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das helfen würde, wenn die Videos stumm geschalten sind und du würdest... Ich müsste das Bildmaterial hier rausnehmen. Ja, ist ablöd. Darum geht es mir. Ich habe ja überall diese kleinen die Videos mit eingeblendet, das eben bildlich zu verdeutlichen, worum es geht. Ja, also deswegen, was hier im Chat geschrieben wird, ich will jetzt hier nicht den Stream sprengen. Urheberrecht ist eine kritische Sache, die man also nicht häufig genug hervorheben kann. Und gerade eben, wie gesagt, wenn man hier bei Eva diese eingebetteten Musikdinger hat, ja. Natürlich hast du recht, dass jeder Streamer das wissen sollte, aber im Grunde genommen, denke ich, sollte man das hinweisen. Wir bauen das ein. Ich habe es auf meiner To-Do-Liste geknallt. Wir werden da, oder ich beziehungsweise der Einzige, der da drin rumfuscht. Ich werde es auf jeden Fall den Hinweis einfügen. Sam? Sicher. Was gibt's? Punkt vorbereiten? Also normalerweise mache ich beim Berechnen des Kurses keine Fehler. Sei also beruhigt. Oh, das sollte ich vielleicht noch ändern. So, ich würde jetzt gleich nochmal wieder was von dir einspielen hier. Genau. Sam? Ja? Sprung? Ich gehe dann mal einen Teller Kekse und zwei Becher Kaffee holen für uns. Die Reise wird ja etwas länger dauern. Kaffee! Ist dein Becher schon wieder leer? So, lass uns mal was zur Kultur erzählen. Hätten Sie gerne Informationen? Einleitung. Die Bennu sind kultivierte Händler und die ersten interstellaren Freunde der Menschheit. Ein Kundschafter namens Vernon Tarr zettelte beim Erstkontakt im Jahr 2438 beinahe einen Krieg an, nachdem er das Feuer auf einen von ihnen eröffnete. Wie sich glücklicherweise herausstellte, war dieser Bennu ein Krimineller, der wegen der Unterschlagung von Geldern gesucht wurde.
Aufgrund dieser Tatsache und der diplomatischen Bemühungen der UII konnte die Situation entschärft werden. Gleich nach der Unterzeichnung ihres ersten interstellaren Friedens- und Handelsvertrages begann der Austausch von Technologie und gegenseitiger Hilfe zum weiteren Vordringen in das Universum. Innerhalb des Bennu-Protektorats dreht sich alles ums Geschäft. Während jeder einzelne Planet seine eigene Kultur und Traditionen besitzt, vereint alle Bennu ihre Liebe zum Geld und dem Handel. Die Welten der Bennu sind lebhafte und gefährliche Orte, wo Edelmänner und Kriminelle Seite an Seite ihren Geschäften nachgehen. Im Territorium der Bennu kann man so ziemlich alles kaufen, wenn man nur das nötige Kleingeld hat. Es gibt sogar den unschönen Verdacht des Sklavenhandels. Oh. Da gab es mal eine schöne Lore-Geschichte drüber, die haben sie leider offline genommen, warum auch immer. Da ging es genau um dieses Thema der Bennu, dass sie dort einen Menschen hatten, der eben Handel mit denen getrieben hat und der wird dann tatsächlich hintenrum quasi, ohne dass das weiß, dann gefangen genommen und als also Organspender irgendwie. Also der kann dann in letzter Sekunde ausbrechen, kann auch noch eine andere Gefangene mit befreien. Aber die Bennu, die sind nicht ohne. Die sind nur von vorne rum nett. Aber die sind echt, ja, die handeln nur aus eigenem Interesse, opportunistisch, sagt man ja dazu. Ja. Ja. Interessante Rasse. Auch die Krethek, da haben wir hier auch einen Text drüber. Das ist ja auch eine Rasse, an die kommen wir Menschen im Moment nicht ran, weil die hinter den Systemen der Bennu liegen und die streiten sich irgendwie, die Bennu und die Krethek, und deswegen untersagen sie den Menschen, dort Kontakt aufzunehmen. Und es ist also viele, viele spannende Geschichten, die wir noch erleben werden, denke ich, wenn das Verse dann irgendwann mal online geht. Das auf jeden Fall. Da gucken wir mal, was der Sam denn für Notizen dazu hat. Notizen. Im Bennu-Protektorat ist jeder bewohnte Planet ein autonomer Staat mit einem eigenen politischen System. Die Führer jedes dieser Planeten versammeln sich regelmäßig, um über rechtliche Fragen und Handelsfragen zu debattieren, welche die Spezies als Ganzes betreffen. Abgesehen davon ist jeder seines Glückes Schmied und sich selbst überlassen. Es gibt viele verschiedene Religionen in der Zivilisation der Bennu. Wenig überraschend sind die Gottheiten mit der größten Anhängerschaft Kassar, der Schutzheilige des Glücks, und Ternin, der große Reisende. Das spirituelle Zentrum des Protektorats befindet sich im Trise-System. Während auf Bacchus rechtliche und politische Dinge geklärt werden, ist der Rat auf Trise für gemeinsame soziale und moralische Normen verantwortlich. Im Bedarfsfall können die Bennu eine eindrucksvolle Streitmacht auf die Beine stellen. Die Bennu haben jedoch kein stehendes Heer. Stattdessen unterhält jeder Staat eine eigene Miliz, die in den jeweiligen Systemen für Ruhe und Ordnung sorgt. Diese Milizen werben Freiwillige von den verschiedenen bewohnten Planeten an, um ein Auge auf das zu haben, was in ihren Systemen passiert. So schließen sich auch Kriminelle den Milizen an. Die Vollstreckung von Gesetzen ist in Bennu zudem nicht besonders wichtig. Entsprechend gibt es eine hohe Kriminalitätsrate im Bennu-Protektorat. Durch den bedauerlichen Mangel an Verständigung zwischen den einzelnen Staaten können Kriminelle einfach auf einen anderen Planeten fliehen, wenn es ihnen an ihrem gegenwärtigen Standort etwas zu gefährlich ist. Seit es der UII untersagt wurde, Kriminelle über ihre Grenzen hinaus zu verfolgen, ist das Bennu-Protektorat geradezu zu einem Zufluchtsort für Kriminelle aus der UII geworden. Der Versuch, diesen Subjekten über offizielle Kanäle habhaft zu werden, ist wenig erfolgsversprechend, da nur sehr wenige Regierungen der Bennu Straftäter ausliefern. Dies hindert kreative Agenten jedoch nicht daran, verdeckt in das Territorium der Bennu einzudringen, Kriminelle aufzuspüren, diese zu entführen und dann in das Hoheitsgebiet der UII zurückzuschmuggeln. Was es übrigens ja auch noch gibt, was viele eigentlich nicht wissen oder nutzen, sind ja die Ansichten. Da ich jetzt eh mal landen will, kann man das ja mal zeigen. Wie zum Beispiel, was nehmen wir mal? Sam? Ja? Kamera? Außenansicht. Sam? Was gibt's? Frontansicht. Warst du schnell. Ja. Sam? Ja? Frontansicht. Wechsel zur Frontansicht. Sam?
Fehler dabei ist gerade, glaube ich, dass du dir das noch nicht eingestellt hast, weil du musst es ja einmal dir einstellen. Ach ja. Ne, damit ist in Star Citizen ist ja nicht in Eva gespeichert, sondern die ganzen Ansichten werden ja in Star Citizen selbst gespeichert. Du kannst jetzt zum Beispiel hergehen, machst mal die Kamera nach vorne. Genau. Und boah, wie ist denn der Tastaturbefehl für rauszoomen? Ja, genau. Du kannst jetzt eine Frontansicht machen, ja, und dann sagst du Ansicht 1, Frontansicht speichern. Sam? Ja? Frontansicht speichern. Frontansicht gespeichert. Dankeschön. Wie sagt er? Jetzt kannst du deine Kamera drin verstellen. Null Problemo, Heisho. Ja, das war richtig cool. Ganz richtig. So, ja. Jetzt kannst du deine Kamera wenig verstellen und dann sagst du nochmal Frontansicht. Sam? Was gibt's? Frontansicht. Wechsel zur Frontansicht. Phänomenal. So machst du dir auch zum Beispiel eine Landungsansicht von oben, dass du das nur noch sagst, auch aus dem Cockpit heraus funktioniert das. Das ist eine holländische Ansicht, ne? Eine adlige Ansicht ist das, von oben. Okay. Getretenes Schweigen. So, was ist das von oben? Ich muss mal kurz gucken, Landungsansicht oder keine Ahnung. Landeansicht. Sam? Ja? Landeansicht speichern. Landeansicht gespeichert. Wirklich? Sam? Ja? Frontansicht. Wechsel zur Frontansicht. Sam? Was gibt's? Landeansicht. Böses Sam. Sam? Ja? Landeansicht. Wechsel zur Landeansicht. Leicht. Das funktioniert. Weißt normalerweise du, ich auch. Ich zwischendurch auch mal Zeit geben, dass ich einen Schluck Kaffee nehme aus dem Becher. Übel, ne? Ja. Ich möchte euch mal ganz kurz was zeigen, weil das ganz viele nicht machen. Ne? Und dann sagen, VoiceTech ist scheiße. Ihr seht ja jetzt hier, was VoiceTech so versteht. Und es gibt so ein paar Dinge. Jeder hat, sage ich mal, einen gewissen Dialekt. Ich nicht, bin dialektfrei. No. So. Und ja, genau. Und ihr habt hier unten den Schraubenschlüssel. Und wenn er da drauf klickt, öffnet sich die Options. Was ihr hier machen könnt, ist unter Recognition. Nein, hier. Auf Utilities klicken. Und dann gibt es Speech Engine Training. Und da geht's dann los. Peter diktiert einen Text. Lest das wirklich. Macht es dreimal. Also geht auf weiter und dann möglichst nochmal weiter. Dass euch, also umso mehr lernt euch Windows kennen. Und das ist das Wichtige, weil VoiceTech greift auf das, auf die Speech Engine von Windows zu. Und umso besser ihr das trainiert, umso besser versteht euch logischerweise Eva, weil es ist nichts anderes wie ein Diktat. Also das, ganz, ganz wichtig, solltet ihr auf alle Fälle mal tun, wer es noch nicht gemacht hat. Und wenn ihr, wie zum Beispiel Sam, Sam ist ein schwieriges Wort, komischerweise. Hat er bei mir nicht verstanden, ich habe alles probiert, ich habe Sam, ging nicht. Ne? Und ihr könnt aber Windows das Wort Sam lernen. Und das macht ihr genauso hier über die Utilities. Und klickt auf Add, Remove, Dictionary Words. Und dann geht das los. Neues Wort hinzufügen. Wort oder Ausdruck. Dann gebt ihr hier Sam ein. Ich mache jetzt mal Semi, ne? Aber mit Ä oder ganz normal S-A-M? Ah, S-A-M, okay. Nee, der macht das, mit dann. Mit beiden mal. Hat er keinen Bock gehabt. Genau, er macht es im Prinzip. Wenn ich jetzt hier auf Weiter klicke, ich nehme jetzt mal hier Haishu, ne? So. Das ist das Wort, was ich ausdrücken möchte. Hier geht es darum, was soll Windows denn schreiben, wenn ich genau dieses Wort sage. Dann klicke ich hier auf Weiter. Und jetzt kann ich einstellen, nach dem Fertigstellen, weitere Anpassung am Sprachwörterbuch vornehmen. Und hier nach dem Fertigstellen eine Aussprache aufzeichnen. Und wenn ich das jetzt mache, werde ich gefragt, ja, wie wird es denn ausgesprochen? Dann sage ich eben halt, Haishu, ne? Und das speichert sich Windows. Und dann, egal wann ich Haishu einfach sage, das versteht Windows sofort, dass ich Haishu sage. Und wird das immer mit diesen drei O schreiben.
zum Beispiel. Und das, so erkennt euch VoiceAttack dann das Wort. Also wir haben es vorhin gemacht, weil er Probleme hatte mit Sam. Ich hatte das auch. Und dann haben wir das Sam, den Wörterbuch hinzugefügt. Und ab da hat VoiceAttack instant genau gewusst, Sam ist Sam. Genau. Und ich muss jetzt mal kurz dazwischen gehen, weil ich das gerade ein bisschen mitbekommen habe. Ich bedanke mich schon mal bei allen Spenden, die jetzt in der Zwischenzeit über die Eva-Support-Seite hier bei mir eingegangen ist. Ich werde euch heute, wahrscheinlich eher morgen, schon mal schreiben. Das bedeutet auch, dass für Sam nämlich Arbeit auf ihn zukommt, denn ich habe schon angefangen, eine Liste zu führen mit Gamertags. die Leute gerne personalisiert hätten. Die reiche ich dir natürlich dann durch. Und es wird jeder seinen Gamertag bekommen, die da jetzt gespendet haben und in Zukunft spenden, selbstverständlich. Wie gesagt, wir haben das dann auf der Supportseite haben wir ja beschrieben, dass es ja ein Dankeschön von uns an euch ist, dass ihr das Projekt finanziell unterstützt. Und wie er jetzt beim Heiko mitbekommen hat, ist es natürlich noch ein Tick cooler, wenn Sam euch auch noch per Namen anspricht, weil dann, dann ist er einfach mit am Start. Na, dann ist überall bei euch der Astro-Sam mit an Bord und fliegt mit euch rum. Und Sam weiß gar nicht, wie er das machen kann, dass er bei so vielen Leuten gleichzeitig unterwegs ist. Oh Gott, ich bin eine multiple Persönlichkeit, wie konnte es dazu kommen? Und auch noch in einer Devote-Situation ist und Befehle empfängt und ausführt. Also ich möchte mich übrigens auch nochmal bedanken, ich habe jetzt gar nicht immer so reagiert, wenn jetzt Subs reinkamen, wenn ihr immer gefolgt seid, Bits kamen. An alle vielen lieben Dank, ich habe es jetzt aber einfach nicht gemacht, weil es die Atmosphäre zerstört hätte, gerade wenn Sam gesprochen hat, wenn Astro Sam gesprochen hat, McCloud, ich wollte da nicht unhöflich sein. Die Musik war schon in Anführungsstrichen unhöflich genug, die da reinkam. Vielen lieben Dank für euren Support, das wollte ich jetzt nochmal loswerden. Normalerweise bedanke ich mich ja immer gleich, aber da bin ich jetzt auch nie in einer regen Diskussion oder so. Ne? Ja, jetzt werden wir erstmal Sam, denke ich, kurz landen lassen. Sam? Ja? Landerlaubnis. DLPC Romeo Sierra India 495. Die Variable für Mobiclass stimmt allgemeine nicht. Raumfahrt, VFR über X-Ray. Nee, ich weiß nicht. Bitte Genehmigung anfangen. Ich bin gar nicht drin. Oder so. Sam? Was gibt's? Landeerlaubnis. Leitstand hier Romeo Sierra India 495 im Anflug über Sierra Lima 07. Erbitten Landeerlaubnis. Und lass Sam dann mal das Schiff landen, ohne dass du vorher das Fahrwerk raus hast. Okay. Was muss ich da sagen? Ich muss jetzt nachgucken. Das Schlüsselwort ist landen. Nee, Landevorgang, oder? Ja, landen. Nee, einfach nur landen. Ja. Wenn du über den die Markierung bist. Jetzt verstehe ich das erst. Ihr braucht diese Mausausrichtung, weil der in das Menü reingeht und genau. Auf diesen genau. Anforderungen. Ich zeige das gleich nochmal. Aber dazu muss ich landen. Dafür sind diese Mauskoordinaten da und dadurch, dass jeder ja einen anderen muss ich mal gucken hier. Dadurch, dass jeder einen anderen, eine andere Monitorgröße hat oder eine andere Auflösung spielt. Auch hier oben. Mhm. Wird das gebraucht, ne? Ja. Da. Schon schwer mit so einem großen Schiff, ne? Schweig! Sorry. Sam? Ja? Landen. Die erste richtige Entscheidung heute. Passiert nichts, oder? Nö. Nee. Sam? Ja? Landen. Also manche würden jetzt sagen, du wärst faul. Guck mal was. Da stimmt doch was nicht. Ah. Sam? Was gibt's? Landen.
Du hast mal wieder das Fahrwerk vergessen. Bemühe dich nicht, ich mach das schon. Hoffen wir auf einen freundlichen Empfang. Ja. Geil, ne? Du Bub, hast Fahrwerk vergessen. Hm. Wer hat jetzt gesprochen? Warte, bestimmt. Das warst du jetzt, oder? Es ist, ja, ja. Es ist echt schwierig jetzt, weil du hast gerade genauso geredet gerade wie Sam. Als wenn du das wärst. Das ist ja total verrückt. Aber ich für dich, Astro, ich sage jetzt mal Astro. Astro, ja. Ich sage jetzt mal Astro. Für dich ist das bestimmt jetzt interessant, die Zusammenhänge zu sehen, weil wo du die Texte gesprochen hast, hattest du wahrscheinlich überhaupt keinen Bezug dazu. Und jetzt tut das ja alles ein bisschen ineinander greifen. So, jetzt können wir zum Beispiel mal was zeigen. Und zwar muss ich kurz gucken, Schiff starten, Ansicht, wo haben wir denn das? Boah, ich kenne meine eigene Liste nicht. Wo ist denn das Betanken und sowas? Vollwartung ausführen, glaube ich. Ja, ja, ich guck gerade. Schiff vorbereiten, Schiff starten, Schiff landen, aussteigen. Mach doch mal die Türen auf. Den müssen die Leute, den Befehl müssen sie sich selber hinzufügen. Aus dem ganz einfachen Grund. Eva benutzt das Standard-Tastatur-Layout. Um es einfach user-friendly zu halten, dass sie jetzt nicht noch anfangen müssen, meine Tastaturbelegung für sich zu übernehmen. Und mit dem letzten oder vorletzten Update, mit dem neuen Kampfsystem, beziehungsweise mit den Countermeasures und so, haben sie ja die Außentüren und so aus der Standardbelegung rausgenommen. So, ich hab's jetzt. Die ist ja standardmäßig nicht mehr drin, deswegen, wenn Leute das nutzen wollen, es ist im Eva-Profil drin, aber die müssen die Taste halt selbst zuweisen, weil sie sich selbst in Star Citizen die Taste selbst neu zuweisen müssen. So, das hat leider SC so gemacht, ja. Ja, Cloud, ich habe jetzt, Astro Kai, ich habe jetzt zum Beispiel was, wo man genau sieht, wofür man eigentlich diese gesamten Mausvariablen braucht. Und zwar sind wir jetzt gelandet. Und jetzt sage ich zum Beispiel mal, Sam? Sam? Ja? Komplette Wartung. Die angeforderte Wartung wird jetzt durchgeführt. Das kann er jetzt nicht. Bin voll. Da. Verstehe, okay. Genau, das ist ein. Das macht ja auch VoiceAttack so stark, weil es halt wirklich auch Maus-Makros machen kann. Du kannst VoiceAttack genau sagen, wo er mit der Maus hingehen soll, wie er klicken soll, etc. Und da in Star Citizen die ganze UI ja nicht mit der Tastatur steuerbar ist. Was? Oder noch nicht. Dadurch ist es halt so, dass man halt mit der Maus arbeiten muss und dafür sind dann die Mauskoordinaten. Genau. Was ihr ja zum Beispiel auch einstellen könnt, ist, wo euer Schiff steht. Das ist jetzt so eine Situation, man braucht es eigentlich nicht mehr, weil ja jetzt das angezeigt wird, aber nur, dass man es mal gesehen hat. Ich kann zum Beispiel sagen, Sam? Ja? Hangar 5? Gespeichert. Sam? Was gibt's? Wo steht mein Schiff? Hangar 5. So. Also, das war damals eine richtig geile Sache. Aber wir kennen sie halt hier und wir wissen, dass das, was da ist, nicht für immer ist. Vielleicht patchen sie es ja wieder versehentlich raus. Man weiß es nicht. Aber wir haben es drin, wollte man dazu sagen. So. Jetzt ja. Kannst du noch sagen, ich verlasse das Schiff. Sam! Ah. Sam? Sam? Ja? Ich verlasse das Schiff. Genau, gönn den Turbinen mal etwas Ruhe. Ich habe die Variablen angepasst, die Triebwerke laufen aus. Ich starte eine Zustandsanalyse. Schilde bei 100%. Des Menschen Gefühle sind immer am reinsten und glühendsten. Der Stunde des Treffens und des Abschieds. Heisho. Heisho. Das klingt so ein bisschen wie so. Wow. Heisho, steh jetzt auf. Vielleicht sollte ich das nochmal neu einsprechen. Es hört sich ja böse an. Ich find's lustig. Aber, aber die Z-Taste geht immer noch nicht. Ja, doch, eigentlich schon. Die drückt jetzt 3 Sekunden. Ich hab gedrückt.
Wie schaut es mit einem Autostart aus, schreibt hier Ken Yoda Shifu. Ja. Macht's. Machen wir nochmal, setzen wir uns nochmal ran. Ja, genau. Sam? Ja? Ich bin wieder da. Hast du Spaß gehabt? Dann können wir jetzt ja weiter. Ja. Kaisho. Oh. Checkliste abgehakt und grün. Transponder aktiviert, Frequenz gerastet. Ich hole jetzt noch die Upflug-Informationen ein. Also ich stelle mir übrigens den Sender gerade so vor, so. Na, hast du Spaß gehabt? Kaisho. So. Du kannst auch mal hergehen, alles ausschalten, alle Parameter zurücksetzen, als würdest du das Schiff neu spawnen und dann mal den automatischen Start machen. Das Einzige, was ich weggelassen habe, war, wo das neue... Normalerweise hast du das Schiff abgehoben. Das habe ich zurzeit deaktiviert, weil durch das neue Flugmodell jedes Schiff total anders reagiert und ich habe einfach keinen Weg gefunden, einen Kontrast zwischen den kleinen und den großen Schiffen zu finden, weil entweder ist das große Schiff nicht abgehoben oder das kleine Schiff ist gegen die Decke geknallt. Ja, deswegen ist das Abheben. Also früher war der Befehl drin, dass das Schiff noch abgehoben hat und automatisch das Fahrwerk eingefahren hat, ist jetzt zurzeit erstmal deaktiviert, bis ich dafür zum Beispiel eine Lösung gefunden habe. Wahrscheinlich müsste ich für jedes einzelne Schiff da was hinzufügen und wir wissen, wir kennen CIG. Vielleicht ändern sie das ja wieder, na, man weiß es nicht. Ne? So ein Flugmodell ist ja jetzt nicht bindend für CIG. Deswegen auf jeden Fall lerne ich hier in eurer Sendung, es ist kein Plug and Play. Also man muss schon natürlich zum einen die Sprache trainieren, aber zum anderen muss man sich auch nochmal mit den Tastaturbelegungen beschäftigen und hier und da ein bisschen was anpassen, wo ja. Das sind, also ein bisschen Plug and Play ist es. Alles andere ist ja für die Persönlichkeit. Also wenn man zum Beispiel möchte, dass der Joystick auf Eva reagiert, muss man sich das natürlich selbst einstellen, weil jeder hat eine andere Joystick-Belegung. Die Tastaturerkennung etc. ist die Taste, ist das Standard-Layout. Wenn da jemand noch sowas wie die Außentüren extra haben möchte, der Befehl ist drin. Man muss nur einen Befehl halt ändern, welche Taste du für Star Citizen eingestellt hast. Also man kann tiefer reingehen in die Materie, aber es ist nicht zwingend notwendig. Sagen wir mal so. Also grundsätzlich ist alles so, dass man es wirklich sich runterlädt und man muss bloß ein paar Dinge einstellen in dem Menü. Aber jetzt so diese so spezielle Sachen, die, also wir haben nur das genommen und vorgefertigt, was wirklich im Standard-Tastatur-Layout drin ist. Also wir wollen es einfach nicht, dass wir ein Layout vorgeben, dass wir sagen, Türen öffnen ist jetzt, zum 1. April wird es dann alte 4 werden oder so. Genau. Aber dass wir jetzt irgendwie eine Taste vorgeben, weil da hat vielleicht irgendjemand irgendwas anderes drin und das nervt dann einfach. Ne? Deswegen haben wir gesagt, wir überlegen es einfach gar nicht. Man kann uns fragen, wir haben es in den Tutorials drin, wie man es einstellt. Und wer sich speichert, der wird es nie wieder einstellen müssen. Und ansonsten... Ich habe zum Beispiel viele Belegungen über den Joystick gemacht gehabt, zum Beispiel auch die Außentüren. Und deswegen trigger ich das dann natürlich über den Joystick, die ganzen Außentür-Geschichte. Ich habe mich heute schon mal hingesetzt, ein Skript geschrieben, weil jetzt mit 1.2 von Eva so viel passiert ist im Laufe des letzten Jahres, dass viele Tutorials von mir mittlerweile echt outdated sind und eigentlich kaum noch passen. Deswegen habe ich mir heute ein Skript geschrieben und werde jetzt die Tage am Anfang nochmal ein komplettes Tutorial-Video von Anfang bis zum Ende zu machen. Wie installiere ich Eva? Wie mache ich ein Update? Wie mache ich die Sprache trainieren? Wie füge ich Wörter im Wörterbuch hinzu? Was kann ich im Voice-Text selbst einstellen? Wie funktioniert die UI? Und da werde ich dann mit Timestamps dann nochmal ein richtiges, komplettes, das halt wirklich 99% der Fragen mit dem Video dann einfach abgedeckt sind und die Leute dann einfach loslegen können. Wie durch die Joystick-Befehle in VoiceAttack hinzufügen, damit die mit das sie das übereinstimmen. Muss ich mal ganz kurz reingrätschen, ich hier vom Deck fliege. Sam? Was gibt's? Alle Parameter zurücksetzen? Alle Parameter zurückgesetzt. So. Was macht er jetzt auch hier? Also, was hat er jetzt hier gemacht? Das ist jetzt die Standardbelegung. Ich kann es nochmal zeigen, dass du das auch nochmal siehst. Da. Sam? Ja? Alle Parameter zurücksetzen? Alle Parameter zurückgesetzt. Da. Fleißiges Bienchen ist der Sam. Ja,
Da mal übel. Hängt da hier. So, mein lieber Chris, was soll ich jetzt machen? Einfach Startvorbereitung. Sam? Ja? Startvorbereitung. Klasse, freut mich, dass wir wieder starten. Ich habe bereits mit Dichtigkeits-, Vibrations- und Temperaturprüfungen begonnen und die Startabsicht ans ATC gemeldet. Es werde Licht und es ward Licht. Na, ich mach schon. Triebwerke gezündet, Turbinen und Kompressor Status grün, Abgastemperaturen steigen im Normbereich. Wir können starten. Die Energieverteilung ist jetzt ausgeglichen. Flugvorbereitungen durchgeführt. Ich erbitte jetzt Flugüberwachung und Verkehrsinformationen. Ich muss mal hier starten, die wollen mich ja gerade stonen. Sam? Was gibt's? Licht! Das wirft jetzt ein ganz neues Licht auf uns. Sam? Ja. Oh. Praktimo, Dido. Star Citizen. Also das war ich jetzt nicht. Ja, doch, das warst du, Sam. Aus dem Raumschiff rausgeschmissen. Ja. Like Sam ist jetzt alleine unterwegs. Ja. Siehst du, da hat die Client-Server-Kommunikation wieder ich nicht gestimmt. Nee, ich bin gestort worden. Für Star Citizen war ich einfach noch auf diesem Hangar drauf. Ich war nicht so weit, ich war nicht weit genug weg. Ach so, das ist okay, alles, ja, verstehe. Ja. Das, aber ich schieb's gern auf dich, also auf Sam. Ja, natürlich. So. Giga, er war schon im Store-Prozess. Er ist halt noch abgehoben, aber die Station hat sich gesagt, nö. Du die, kommst zurück, mein Freund. Lasso. Kombination. Du kommst hier erst weg, wenn du dir irgendeinen Hotdog kaufst. Ja, genau, Burrito. So. Ja, wie hier zu Hause auf dem Fahrstuhl warten. Ja, dann hoffen wir, dass die Tastaturbelegung nicht mehr allzu heftig ändern. Ich meine, früher war das ja teilweise so, dass sie alles über den Haufen geworfen haben. Ja, genau. Und das bedeutet für mich natürlich dann, wenn ich das sowas in der PTU feststelle, dass ich natürlich alle Befehle angleichen muss. Aber genau, für euch, meine Lieben, für euch bedeutet das null Arbeit, weil die hat er mir geklaut. So. Das muss ja auch was Schönes dabei sein. Ne? Giga Sphinx schreibt, verstehe, Eva funktioniert zu 100% und Star Citizen, naja, 50%. Also ich würde fast behaupten, dass Eva bugfrei ist. Fry! Bugfrei, yes. So. Aber Ausnahmen bestimmen ja die Regel, ne? Aber, Sam? Ja? Ach so. Astro. Nee, Astro sagst du zu mir, ne? Genau, ja. Also ich zumindest, ja. Sam? Sam? Ja? Alle Parameter zurücksetzen? Alle Parameter zurückgesetzt. Das ist natürlich geil, wenn du jetzt hier noch antwortest. Es ist, als wäre das Sam echt hier im Stream, ne? Ja. Sehr lebensecht. Aber also, deine Stimme kommt halt wirklich auch lebensecht rüber. Ihr vielleicht, halt ihr vielleicht gemerkt habt, Astro Sam ist gar nicht bei uns im Discord. Nee, Quatsch. Das ist alles im Sprachpaket, wir haben ja, euch verarscht. Genau, nee. Sam? Alles gescriptet. Was gibt's? Ja. Startvorbereitung? Kleinen Moment noch. Die Überprüfung der Massenspeichereinheiten und Anzeigesysteme läuft noch gerade durch. Ich starte aber schon mal mit den Vorflugchecks. So, dann schalten wir doch mal die Systeme an. Freigabe zum Triebwerksstart liegt vor, Kompressordrehzahl bei 20% liegt an und steigend. Die Energieverteilung ist jetzt ausgeglichen. Checkliste abgehakt und grün. Transponder aktiviert, Frequenz gerastet. Ich hole jetzt noch die Abfluginformationen ein. Sam? Ja? Licht? Ach, du bist das! Ich habe dich ohne Licht überhaupt nicht erkannt. Sam? Ja? Licht? Ja, das Licht hat mich eh geblendet. Uchala, mein Stream ist gerade abgestürzt. Was? Wir hören dich noch. Das ist gut. Sam? Was gibt's? Fahrwerk? Fahrwerk ist drin. Ja, mal sehen, wohin uns die Triebwerke übrigens, führen. Übrigens, kurze Hintergrundinformation.
über Sams Sprachpaket selbst. Wir haben am Anfang ein bisschen experimentiert, ob wir ihm auch ein bisschen Computerstimme geben, etc., ob der dann ein bisschen wie eine KI richtig klingen soll, haben uns aber am Ende dafür entschieden, dass wir seine Stimme komplett natürlich lassen, weil, weil halt wir wollten, dass man halt mit Sam fliegt und nicht mit Sam seiner Stimme, die dann ein bisschen verzerrt ist oder sonst irgendwas. Deswegen haben wir das alles komplett natürlich gelassen und ich finde, das war auch die richtige Entscheidung. Ja. Auf alle Fälle. Das wird der Heisho, der wird heute Nacht vom Sam träumen, glaube ich. Ja, ich werde dann immer im Bett, im Schlaf so, Sam! Sam! Licht aus! Aus Spaß hätten wir hier so einen Counter machen müssen, wie oft du heute in den Stream Sam sagst. Oh ja, das kannst du ja gar noch später nachzählen, ne? Das wird ja aufgezeichnet. Ja, genau, die Mühe mache ich mir. Ja, dachte ich mir. So. Auf der anderen Seite, lustigerweise, hätte ich das im Vorfeld im Voice Attack programmieren können, dass jedes Mal, wenn der Sam-Befehl getriggert wird, irgendein Counter geht und ganz am Ende hättest du sagen können, oder hättest du nachschauen können, wie oft du es gesagt hast. Das kommt mir jetzt gerade so hinterher. Das hätte man echt machen können. Scheiße. Weil die Texte sind teilweise relativ lang, ne? Ich finde das, Ich finde das absolut nicht schlimm. Also es ist was anderes, wenn du jetzt so im Stream bist und dich mit Leuten unterhältst, das ist mir jetzt aufgefallen, ich wusste jetzt nicht, okay, wann ist Stopp, ne? Weil du immer noch so einen Spruch hinten ranhaust, ne? So, hey, weil das ist ja eine persönliche KI. Und ist man ganz gespannt und wartet, aber ich finde es passend. Also mir ist das lieber, dass das so ein bisschen das locker ist und auch lustig und dass du schon frech sein kannst. Ne? Hast du immer einen Spruch hier auf Lager. Muss aber auch dazu sagen, wir haben ja die Persönlichkeit aktiviert. Wir haben ja hier zwei Modi drin. Wir können auch jederzeit die Persönlichkeit ausschalten, weil die Texte hast du ja auch gesprochen und das sind dann die typischen Standard-KI-Sätze, die eigentlich ziemlich kurz gehalten sind. Und das kann man in der UI einschalten, dann sind das die persönliche Note raus, sondern das sind dann nur diese standardisierten KI-Antworten. Fahrwerk wird eingefahren, starte Energieversorgung. Die sind ziemlich kurz, also die User haben auch wirklich die Möglichkeit, es selbst zu entscheiden. Möchte ich jetzt kurze Antworten haben oder möchte ich die Persönlichkeit aktiviert haben? Also das haben wir auch mit drin. Ist eigentlich so unglaublich, was wir alles da drin haben. Genau, also ich kann wirklich so viel sagen, wenn man die Persönlichkeit bei Sam abschaltet, ist er relativ straight. Es gibt immer noch alle Informationen, aber eben halt, es gibt keinen Spruch mehr und der Spruch ist ja manchmal das, was man vielleicht doch gerne hört. Ich kann euch ja mal im Gegenzug zeigen, wie Eva ja jetzt eigentlich klingt. Das ist ein Projekt gewesen, womit wir angefangen haben, also für die jetzt zugeschaltet haben. So, dass er mal den Unterschied hört. Aber es ist, ich finde Eva deswegen nicht schlecht, muss man wirklich dazu sagen. Eva? Ja? Fahrwerk ausfahren? So wie du landest, brauchen wir doch gar kein Fahrwerk. Böses Eva. Also die Eva ist wirklich böse, ne? Eva? Ja? Fahrwerk einfahren? Ich mag dieses Geräusch. So, also ich habe das von Sam auch gehört, ich mag dieses Geräusch, ne? Eva? Was? Hey, Licht. Und er sprach, es werde Licht und es ward Licht. Er hört, sind schon Dinge, die auch der Sam gesagt hat. Eva? Ja? Licht? Wer braucht schon Licht? Völlig unnötig, zumindest für mich. Genau. Aber ich kann jetzt auch sagen, Sam? Ja? Licht. Also guck, eigentlich eher andersrum. Ja. Was eher andersrum? Das, was, also ich habe das von Eva teilweise übernommen. Ja, ja, klar. Aber es ist halt was anderes, also wenn du das jetzt sagst, ne? Also gleiche Satz, aber es ist eben halt doch schon die Betonung und Eva ist ja doch, ich sag mal, monoton irgendwo. Er hat nur das Nette übernommen. Genau. Ja, tatsächlich, das stimmt, das ist richtig. Also da, wo sie wirklich so auch
im Kontext frech ist, habe ich mir dann was Neues ausgedacht, wie vorhin erklärt. Und ist dir sehr gut gelungen. Sam? Das freut mich. Was gibt's? Licht. Ich wollte dich schon lange einfach mal im Dunkeln lassen. Also ich muss gestehen, mir fällt das zum Teil sehr schwer, dass wenn du gerade redest, Kai, und ich Sam rufe, dass ich jetzt nicht weiß, ob du gerade antwortest oder ob das Sam ist. Ne? Ich mach's dann auf gut Glück, ich denke mir, okay, das wird schon passen. Ne? Sehr gut. Aber genau, ja, das heißt, dass die Runde auch bei Zeiten verlassen. Es geht auf Mitternacht zu. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ich denke, wir haben jetzt alles gezeigt. Ich werde jetzt Sam. Wir verabschieden uns natürlich hier mit einem richtigen Knall. Ich fliege jetzt hier raus und da gibt es natürlich nochmal für euch alle die Selbstzerstörung. Jawohl. Juhu. Ich möchte jetzt nochmal ganz kurz auf morgen ansprechen. 20.45 Uhr, die XPG Ship Show geplant ist. Also, das Event ist nicht von mir. Ich bin Zuschauer, eingeladen, das zu moderieren über Twitch. Die XPG, die Explorer Germany, werden alle Schiffe zur Verfügung stellen, die man begehen kann, die kann man sich zeigen lassen, so habe ich das irgendwie rausgehört. Die beginnt schon 20 Uhr, aber ihr kennt das, jeder, der schon mal ein Event mitgemacht hat, das dauert schon mal eine halbe Stunde, bis die Letzten verstanden haben, dass man sich jetzt mal trifft. Und ich werde dann so probieren, so gegen 21 Uhr irgendwo dann dort zu sein, wo das alles irgendwie stattfinden soll. Und dann werden wir uns zusammen die Schiffe anschauen. Ich werde gucken, dass Sam mir einfach was zu den Schiffen erzählt. Und ja, und dann bekomme ich vielleicht noch den einen oder anderen, der mir vielleicht was zu seinem Schiff erzählen kann. Also ich würde mich freuen, wenn ihr dann auf alle Fälle alle mit dabei seid. Genau, vielen Dank für dein Follow. Und wer mir folgt, wird es auch morgen dementsprechend relativ schnell mitbekommen. So, aber jetzt werden wir erstmal das Schiff zerstören. Sam? Ja? Selbstzerstörung einleiten. Bestätige. Starte Notfallprotokoll. Ich tippe jetzt den Endcode zur Einleitung der Selbstzerstörungssequenz ein. Alpha 1. Code akzeptiert. Das Selbstzerstörungssystem wurde aktiviert. Die Besatzung wird angehalten, das Schiff sofort zu evakuieren. Ich wiederhole, das Selbstzerstörungssystem wurde aktiviert. Bitte verlassen Sie augenblicklich das Schiff. Es gibt keine weitere Warnung. Komm schon, wir müssen raus hier! Oh oh. Bam. Da, ich würde sagen, meine Lieben, ich habe mich heute mit dem Knall hier verabschiedet. Oh, ich habe sogar noch Nachbrenner hier. Wir machen die Welle. Linker Arm, rechter Arm. Yay! Vielen Dank an alle fürs Zuschauen. Ich weiß nicht, ob die Credits eingespielt werden können. Irgendwie geht gar nichts mehr. Ich muss mich da morgen früh mal hinsetzen. Ja, nachdem ich hier alles von Selbstzerstörung gedrückt, alles kaputt. Ja, nachdem ich von Sam geträumt habe. Es war ein geiler Stream. Sehr viele Zuschauer. Heute mein Rekord. Dankeschön dafür. Danke für die ganzen Follows. Danke für die Subs. Danke für die Bits. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Morgen 20.45 Uhr. In diesem Sinne. Astro Sam, mein Lieber. Genau. Danke dir nochmal. Danke, dass ich dabei sein durfte. War sehr, sehr interessant. Wir haben toll gequatscht und ich habe sehr viel gelernt über Eva. Also toll. Sehr cool. Über dich selber, über Sam hast du jetzt viel gelernt. Ja. Ja, also danke dir auch nochmal für die tolle Arbeit. Ich hoffe, euch gefällt's. Ich finde es absolut gelungen und wir bleiben da dran. Und morgen wird Sam im Herzen mit dabei sein, auf alle Fälle hier im Stream. Ah. Du bist jederzeit gerne herzlich willkommen zu meinen Streams. Ich gehe mal stark davon aus, wir werden es wirklich so machen, dass wenn du dich zu den Schiffen stellst, dass du dann die Info von den Schiffen abspielen lässt. So ist der Plan. Das, das. Also Astro Sam ist morgen indirekt irgendwie mit dabei, also Sam zumindest. Astro bleibt zu Hause. Ja. Du kannst aber gerne, also wenn du Lust hast, wie gesagt, jederzeit zu mir mit ins Stream kommen oder zumindest hier in den Discord. Da quatsch mal einfach. Das ist lieb von dir. Wochenende habe ich normalerweise hier frei und Internet frei. Genau. Heute habe ich mal die Ausnahme gemacht, weil ja Premiere war. Genau. Danke dafür. Genau. Wir können uns gerne mal eine Woche irgendwann treffen, die mir heute freigegeben hat. Ja, danke an deine Frau. Danke an deiner Frau. Ja. Und okay, ihr Lieben. Yo. Gute Nächte. Dankeschön. Gute Nacht.
Danke dir, McCloud, dass du mit dabei warst. Und danke für den, gerne. Für die geile Eva und den geilen Sam, also für das geile Programm. Das klang jetzt falsch. Ja, irgendwie. Deswegen, ich probiere jetzt die Kurve zu kriegen. Freunde, ich blende mich jetzt hier aus. Ja, bis morgen. Danke fürs Zuschauen und für die Follows. Bye, bye. Ciao, ciao. Tschüss.